brave soul who fears not death. I shall guide you. Hallo allerseits, herzlich willkommen zurück zum Trollreport Live-Bericht. Wir haben in der letzten Folge uns ja mal ein bisschen intensiver mit dem Tutorial auseinandergesetzt und vor allen Dingen auch mit bestimmten Gameplay-Mechanismen, die ja eigentlich nicht so den zentralen Bestandteil unseres kleinen Live-Berichts darstellen sollen, aber für diejenigen, die die Souls-Serie noch gar nicht oder zumindest Demon's Souls noch nicht gespielt haben, muss man ja zumindest mal kurz drüber reden. Das haben wir großteilig jetzt abgefeiert und heute soll es dann also ganz klar eher um den Progress gehen. Dann denke ich mal, haben wir ja zum Abschluss der letzten Episode noch hier den ganzen Nexus einmal auseinandergenommen und uns mit verschiedenen Leuten unterhalten. Und dementsprechend steht als nächstes an, dass wir mal uns durch einen Archstone in die Weiten von Boletaria bewegen. Wir haben beim letzten Mal schon gecheckt, also momentan haben wir noch nicht allzu viel Auswahl zur Verfügung. Das liegt einfach daran, dass ein Großteil aller Archstones entweder gleich kaputt ist oder zumindest noch versiegelt. Beispielsweise hier der Archstone of the Borough King. Versiegelt geht nicht. Bleibt also nur der Archstone of the Small King. Und ja, hier kriegen wir gleich das erste kleine Bit an Lore mitgeliefert. Das sind eher so die Anteile von Geschichte und Lore, die im Vergleich gerade zu späteren Souls-Spielen einem ja regelrecht so ein bisschen aufs Gesicht gedrückt werden. Trotzdem meistens ignoriert werden. Wir wollen also sehr aufmerksam vor allen Dingen auch diese Beschreibungen der einzelnen Archstones lesen. Was wir hier also haben, dieser Archstone of the Small King, des kleinen Königs, führt uns also zum Palast von Boletaria, welches ein großes Steinschloss im Herzen des nördlichen Königreichs Boletaria ist. Hungrige Soldaten, deren Seelen von Dämonen gestohlen wurden, greifen jeden Eindringling an und schreckliche Drachen nesten in den Zinnen von Boletaria. Offensichtlich kein sonderlich touristenfreundlicher Ort, wir schauen uns das aber trotzdem mal an und warpen mal direkt dahin. Aber wie das Gerühr. Der sieht hier auf dem Bild ja so ein bisschen badass aus. Wir werden später, wenn wir ihn dann persönlich treffen, mal gucken, ob er diesen Ersteindruck quasi durch sein Verhalten und Gestus Habitus auch rechtfertigen kann. Das machen wir aber, wenn es soweit ist. Na, da hat sich wieder ein Snack organisiert. Legnars menschliche Rinde. It's a buncher, muncher, cruncher humans. So, der Drache hat sich zum Glück verzogen. Das muss nicht, wäre jetzt nicht unbedingt notwendig, dass das gleich das erste ist, womit wir uns anlegen müssen. Wir sehen hier also die ersten Zinnen des Schlosses von Boletaria. Können jetzt mit ziemlicher Gewissheit auch sagen, dass das Gebiet, wo wir uns über große Teile des Tutorials befunden haben, scheinbar irgendwie Teil dieser Burg gewesen ist. Wie auch immer oder wo genau verortet, weiß ich bis heute nicht. Generell muss man halt auch sagen, dass ich schon das Gefühl habe, dass das Tutorial ja so ein bisschen außerhalb der Lore steht. Vor allen Dingen, was diesen zweiten optionalen Teil nach Vanguard angeht. Aber gut, schauen wir mal. Hier. Wir sind ja jetzt gerade in die Richtung blickend gestartet und das ist so ein kleines, nettes Bit. Von hier aus sehen wir nur das verschlossene Tor. Das ist so ein bisschen so ein Trick, wie ihn selbst frühe Super Mario-Spiele schon genutzt haben. Nämlich, es wird durch das Level-Design wird scheinbar eine Bewegungsrichtung, eine Progress-Richtung vorgegeben. Und wenn man dann aber nochmal zurückguckt, dann findet man vielleicht nochmal was Nettes. Was finden wir hier? Late Moon Gras. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Nee, hatten wir auch noch nicht. Stellt also eine große Menge Lebenspunkte wieder her. Jetzt müssten wir langsam aber sicher fast die ganze Kollektion haben. Ein Gras fehlt noch. Schauen wir mal ganz kurz. Also wieder ein Heilkräut, das nach einer Mondphase benannt ist. Ein Heilkräut. Yes. Vollmondkräuter sind Ansammlungen von verwelkten Kräutern, die ein leichtes Licht abgeben, obwohl sie ja schon verwelkt sind. Nehmen sich also nichts hier an der Stelle, das Late Moon oder das Full Moon Gras. Okay.
Generell nochmal ganz kurz zu dieser Grasgeschichte, wo wir jetzt gerade dabei sind, werden wir mal anfangen zu explorieren. Es gibt tatsächlich im Gegensatz zu späteren Souls-Teilen, gibt es kein Estus oder irgendeine Form von sich selbst regenerierenden Heilmöglichkeiten. Das bedeutet also tatsächlich, man ist hier für die reguläre Heilung abseits von irgendwelchen Wundern schon darauf angewiesen, dass man immer genug Heilkräuter dabei hat. Haha! Sack! Auch ein Klassiker, ne? Wir platzieren ein schönes Shiny mitten in den Weg. Da wird man gierig, da guckt man hin. Und dann kommt von der Seite ein Schelm und will uns als Lady. Oh, komm. Wieder ein bisschen das Parieren üben hier. Das heißt, es kann also durchaus passieren. Sicher im Mondgras, sehr schön. Es kann durchaus passieren, dass man irgendwann mal dasteht, ein paar Mal zu häufig an irgendwelchen Bossen verzweifelt ist und dann kein Heilgras hat. Und das bedeutet dann wiederum, dass man tatsächlich in frühere Gebiete gehen muss und eine Runde Gräser farmen. Hallöche. Das üben wir noch. Von der Warte her verstehe ich auch irgendwie, dass sie dann dieses System in der Form dann bei keinem weiteren Souls-Spiel mehr eingesetzt haben. Bloodborne hat ebenfalls keine selbstregenerative Heilquelle, aber da ist es dann schon so, dass man die Gegenstände, die Blood Vials, die man da zum Heilen benutzt, einfach ausreichend häufig findet und auch für einen günstigeren Preis als hier in diesem Spiel die Kräuter dann auch kaufen kann. So, wir haben in der Zwischensequenz bei dem Überflug von dem Knusperdrachen haben wir hier schon entdeckt, da ist links so ein Areal. Da war an der Cutscene noch nicht zu erkennen, ob das jetzt sozusagen reine Deko ist oder ob man da noch hin kann. Aber, und das macht die Souls-Serie sehr, sehr häufig, Anzeigen durch Items, durch Shinies da hinten, was ist sozusagen noch reguläres Spielgebiet und was ist dann wirklich nur noch Deko. Ja. Wir haben hier jetzt gerade ein Tor, da kommen wir nicht durch. Aber keinerlei Möglichkeiten, es aufzumachen. Die Tür ist zu, zu ist die Tür. Aber dadurch allein, dass da hinten Items liegen, wissen wir, okay, macht ja keinen Sinn, da Items hinzulegen, wenn wir nicht irgendwann da mal hinkommen können. Aktuell haben wir aber keine Chance, dahin zu kommen, also zieht es uns erstmal weiter. Seele des unbekannten Soldaten, wieder einen Scheck für in die Tasche stecken. Ich sehe euch. I see you. Ah! An sich ist die Kampfaxt ein cooles Tool. Sorry. An sich ist die Kampfaxt ein cooles Tool, aber die hat schon einen Nachteil. Auch in der einhändigen Variante, vor allen Dingen aber in der zweihändigen. Die Reichweite ist nicht unendlich groß. So. Wir haben im Tutorial schon einige verschiedene Bewohner von Boletaria gesehen und ja, wenn wir uns das hier angucken, irgendwelche komischen Masken, zerlodderte Klamottage, das scheinen jetzt hier also nicht die edlen Ritter zu sein. Ich spiele heute wieder erste Mensch, das ist Wahnsinn. So. Großes Tor, wirkt einladend, kommen wir aber noch nicht durch. Kleineres Tor. Mit Abstrichen ebenso einladend. Allerdings ebenfalls keine Möglichkeit, da durchzukommen. Und erstens ist hier noch ein Schelm. Das siehst du genau, das hat man bisher auch noch nicht. Es gibt auch Rennattacken. Genauso wie es Attacken gibt, die nach einem Hüpfer zurück benutzt werden können. Hier, das ist genau das, was ich meine. Also, wir haben ein großes Tor, was zu ist. Dort hinten auch ein Tor, was zu ist. Und hier, dieses Tor können wir ebenfalls nicht aufmachen. Aber schon sehen wir wieder, durch ein Item, was strategisch sinnvoll platziert ist, wissen wir gleich, oh, da hinten kommen wir auf jeden Fall irgendwie nochmal eine Runde rein. Ist klar. Haben wir da. Da haben sie wohl offensichtlich jemanden zum Abhängen geschickt. Njong. Ah,
I fucking hate this. Es ist nicht professionell hier, was ich gerade tue. Mann! Come on. Zieh ich mich hier vor blöden Dränglings zurück. Schmutzlumpen. Siehst du, den Move gibt's auch noch. Schwups. Schwups. So, MC-Typ. Minion. Erstmal vor Ordnung gesaugt. Kein Shiny bleibt unaufgelootet. Quest im Gas. Können wir gleich für meine wenig überzeugende Performance von eben Wiedergutmachung leisten. So. Hier haben wir die erste, ja, kleine Gemeinheit. Ist also ein Loch. Man könnte sich fragen, oh, vielleicht kann man da irgendwie runterhüpfen. Ich verzichte jetzt mal darauf, das zu tun, denn es wäre mein sicherer Tod. Dieses blaue Gewusel, was dort herrscht, würde mir instantan sämtliche Lebenskraft rauben und das wäre es dann gewesen. Interessant ist die Lage von diesem Ding. Die, wenn wir mal ein bisschen unsere Deduktion anschmeißen, da an der Stelle uns ein bisschen was verraten kann. Und zwar dieses Gebiet, wo wir momentan noch nicht hinkommen. Da sehen wir, da sind diese merkwürdigen Aufbauten, ne? Das da scheint ziemlich offensichtlich sowas wie ein Galgen zu sein, so mit Falltüren. Und dort oben, wo wir gerade waren, ja, ich versuche mal den Helm darauf zu richten, hier in diesem Gebiet, da oben war ja dieses Loch drin und dort unten scheint man offensichtlich nochmal reingehen zu können. Was es am Ende des Tages dieses Seitengebiet da ist, sind quasi die, wie sagt man so schon, Execution Grounds, also die Hinrichtungsstätte. Und was genau es mit diesem Gebäude dann hinten raus auf sich hat, das werden wir dann später sehen. Da kommen wir nämlich auch nochmal hin. Zunächst... Ah! Ha! Blöder Sack. Auch sehr instruktiv für die Souls-Serie, ne? Wir kommen hier rein. Sehen als allererstes, wenn wir hier so den Eingang bedienen, sehen wir da den Feind. Denken wir uns, ein Feind. Cool, gehen wir mal hin. Und hier steht aber noch ein Karpeike, der uns dann direkt in den Rücken fällt. Die Souls-Serie arbeitet halt sehr viel mit genau so einem Encounter-Design. Tag. Dass der Weg durch ein Level meistens geprägt ist durch so verschiedene Begegnungen mit Feinden, die in einer bestimmten Art und Weise positioniert sind, sodass die fast wie Rätsel funktionieren. Firebomb. Hier haben wir jetzt endlich mal ein paar ordentliche Wachen. Au. Ja, da hinten sind wir gestartet. Und gehen jetzt das erste Mal durch ein Fuckgate. Wir finden uns jetzt innerhalb der Burg der Wehrzinn. Jede Menge Shinies. Mailbreaker. Kettenbrecher. Seele des unbekannten Soldaten. Und darauf habe ich die ganze Zeit schon gewartet. Da schmeißt wer mit D-Böllern. Wicht. Weg. So, ist jetzt hier Ruhe im Karton. Oh, ist es gerade mal. Dann schauen wir mal. Was haben wir bekommen? Firebomb. Ölgefäß. Wenn man es wirft, gibt es eine Explosion. Schöne Flammen. Ein Ölgefäß mit einem entflammbaren Stoffzünder. Also quasi so ein Molotow-Cocktail. Wenn man es wirft, entsteht eine große Flamme. Also unser Mollis hier. Und dann haben wir noch den Kettenbrecher gekriegt, nicht? Können wir gleich mal gucken. Wir haben hier, das sehen wir im Equipment-Bildschirm sogar noch besser. Können wir uns nämlich im Direktvergleich angucken, was macht diese Waffe. Also schauen wir mal. Hat offensichtlich niedrige physische Attacke im Vergleich zu unserer guten Kampfaxt. Bisschen weniger haltbar, ist aber auch bedeutend leichter. 2 Kilo leichter, um genau zu sein. Und hier sehen wir schon, dass das eher so eine Waffe ist, die für Dex-Chars, also für Chars, die auf Beweglichkeit geskillt sind, eher geeignet ist, weil der Mailbreaker mit
Dexterity auf D skaliert und mit Stärke nur auf E. Was auch unter anderem erklärt, warum unser Bonusschaden beim Mailbreaker ein bisschen geringer ist. Ne? 7 bei der Kampfaxt versus 5 da. Kettenbrecher. Ein extrem kleines Rapier. Rapier? Ich weiß bis heute nicht, wie man es ausspricht. Rapier. Es hat keine Klinge und kann selbst schwerste Rüstung durchstechen. Rapiere haben eine kleine Attackreichweite, aber verursachen schweren Schaden. Funktionieren sehr gut gegen Metallrüstung und harte Schuppen, aber können sehr leicht pariert werden und haben Schwierigkeiten, die gegnerische Deckung zu durchbrechen. Also wenn jemand mit dem Schild am Start ist, ist das Ding eher nicht so geeignet. Ja, der Mailbreaker. Es ist tatsächlich ein sehr kleines Rapier, wenn wir hier sehen. Eigentlich mehr so wie so ein leicht optimierter Brieföffner. Gucken wir es uns mal an. Zum Drehvergleich nochmal die Battle Axe. Danke, das war notwendig. Ist besser als Klerasil, um die Pickel wegzubekommen, du hässlicher Mensch, du. So, meine einfache Attacke mit dem. Voll. Macht 19. Danke. 30. Selbst wenn wir so marginal schneller mit dem Ding hier zupieken können, ist sie an sich nicht ganz so stark. Nee, die großen legen wir jetzt nicht raus. Like a pro. Yay, Gras. Hupala. Ein Item, ich will's haben. Doch, ich kann es nicht erreichen. Müssen wir uns merken. Genauso wie das da oben. Ah, so viel zu merken. Okay, ich probiere mal, hier einen Unterschied aufzumachen. Also allgemein muss man halt sagen, der Kettenbrecher ist ziemlich am Murks. Die Reichweite ist im Müll. Moveset ist es tatsächlich nicht ganz so günstig, dass man sich bei den Pieksern nach vorne bewegt. Das kann einen in der einen oder anderen Situation, wo man sehr bewusst manövrieren muss, echt zum Nachteil werden. Ja, und der Schaden ist halt nicht doll. Was, wofür der allerdings ganz gut ist. Gucken wir es uns mal an. Für einen Repost geht er bei 252 über den Tisch. Und ein gleichsam gerüsteter Scherge. Mit der größeren Kampfaxt, die auch ein bisschen besser für an meine Skills angepasst ist, weg mit dir, macht tatsächlich 50 Schaden weniger. Das heißt also, der Mailbreaker ist dann sinnvoll, wenn man vor, also könnte sinnvoll sein, wenn man vorhat, ganz, ganz viel zu parieren. Habe ich jetzt konkret nicht vor. Halb und Gras, sehr gut. Kann man hier irgendwie runterhüpfen zu diesem Item? Nein, können wir nicht. Thema Items als Navigationshilfe. Wie gesagt, das macht die Soul-Serie ja sehr häufig. Dort drüben sehen wir beispielsweise, ja, da liegt ein Item. Ich will hin, kann aber nicht fliegen. Hab jetzt auch erstmal von hier aus keine Möglichkeit, da irgendwie rüber zu huschen. Aber ich kann mir durchaus merken, da war ja ein Item. Vielleicht gibt es ja dann später noch eine Möglichkeit, ranzukommen. Er ist auch viel schlauer als der Rest. Wir allerdings auch, da wir vorsichtig... Vorsichtig uns vortasten und aufmerksam unsere Umgebung beobachten, haben wir also gesehen, dass er uns da einmal den Indiana Jones geben will. Und wenn wir uns jetzt noch daran erinnert haben, ne, wo genau war da eigentlich dieses Item hier unten, was wir haben wollten, wo wir aber nicht rankamen, und dann kam hier die Kugel dann geballert und dementsprechend, yippie, können wir jetzt das Item ziehen. Sehr gut. Wasserschwert. Checken wir am besten gleich mal wieder im Direktvergleich. Der Mailbreaker hat seine Schuldigkeit jetzt hier erstmal getan. Genau. So, Bastardschwert. Sehen wir. Also, physische Attacke 95. Ist also ein ganzes Stückchen besser als unsere 80 hier von der Battle Axe. Aber minus 77. Was ist da los? Ja, wir sehen, unten Stats needed. Ein Attribut ist rot angemalt. Folge von der Allianze. Wir haben nicht genug Stärke. Wir haben nur 11 Stärke. 18 bräuchten wir, um
das Ding sinnvoll benutzen zu können. Jetzt hätten wir beispielsweise die Möglichkeit, das klappt halt, wenn man die Stärke nicht erreicht, klappt es manchmal, dass man die Waffe dann zweihändig führt, dann kann man zwar das Schild nicht mehr benutzen, wenn man die Waffe effektiv einsetzen will, aber solange man sie zweihändig benutzt, wird ja die Stärke effektiv veranderthalbfacht. Und zwar nicht nur für die Schadensberechnung, sondern auch für die Stat-Berechnung. Würde uns jetzt in dem gegebenen Beispiel aber nichts bringen, weil selbst wenn wir 11 mal 1,5 nehmen würden, dann hätten wir die 18 immer noch nicht erreicht. Derowegen, schade, müssen wir uns aber erstmal aufheben. Bastardschwert, ein großes Straight Sword, also ein großes gerades Schwert. Es ist so vielseitig einsetzbar wie das Langschwert, aber sein hohes Gewicht macht es effektiv notwendig, dass man es mit zwei Händen führt. Das stimmt nur bedingt so. Wenn wir eine ausreichend hohe Stärke haben, können wir das auch einhändig schwingen, aber ja, der Punkt ist klar. Seine vernichtenden Schläge verringern sehr schnell die Ausdauer des Gegners und sind damit ideal geeignet, um durch die Verteidigung hindurchzubrechen, also die Schildverteidigung eines Feindes durchzubrechen. Dafür ist das Ding also gut. Bringt uns allerdings noch nichts. Aber weiter schauen hier. So, du schmeißt Scheiße nach mir, Kollege. Wer war das? Hast du es? Du warst es, du Hund. Und hat auch seinen Kumpel, seinen Mann und tut. Die Gestalten mag ich überhaupt nicht, weil es mir sehr, sehr schwer fällt, die blöden Speere zu parieren. Soldatenlosus. Neues Item. Checken wir gleich. Miau. Muss ich dich erst züchtigen? Halt nur Gras, sehr gut. Neuer Stuff. Nimm. Need input. Soldier's Lotus, Soldatenlotus. Das ist die Blüte einer blauen Blume, die auf dem Wasser schwimmt. Beendet Blutungseffekte beim Nutzer. In boletarianischen Kriegszeremonien wird diese Blume den Soldaten gegeben, die in den Kampf ziehen. Und dieser Akt hat eine halb symbolische Bedeutung. Na ja, klar. Blutung stoppen. So, wir haben mehrere Möglichkeiten, von hier aus weiterzugehen. Hier oben auf den Belagerungsburgzinnen. Eine der Sachen, die ich wirklich auch immer am Level-Design der Soul-Serie sehr schätze, dieses Gefühl, dass man hat, dass man hier gerade nicht in allererster Linie den Level bereist, wo also als erstes die Spielernavigation im Vordergrund stand und dann haben sich drumherum quasi so die Dekoration ausgedacht, sondern ne, allein die Tatsache, sind unten gestartet bei diesem großen Tor, haben uns dann innerhalb der Burgmauern nach oben gearbeitet, sind jetzt hier auf den Wehrzinnen mit den Katapulten und allem drum und dran, ein Verteidigungsgerät. Hier hat man dann ab und zu mal irgendwie einen Essraum. Ja, hier kann man sich das schon vorstellen. Da ist das Bier gelagert. Hier haben die Soldaten früher mal zu besseren Zeiten halt gegessen, gespielt, Bücher gelesen, scheinbar. Nerds. Ja, das ist also ganz nett. So. Diese Art von Gegner kennen wir so grob schon. Jetzt müssen wir da durch. Sehen allerdings, der hat die besonders starken Osram-LED-Lampen eingebaut. Die sind nicht ganz umsonst rot. Unbekannte Heldenseele. 15 Schaden. Oh, jetzt wird's blutig. Jetzt wird's gar nicht gut. Ja. 68 Schaden. Dauert de facto Ewigkeiten. Eigentlich ist es komplett hohl, dass ich das jetzt hier gerade probiere. Das ist so dumm. Ich weiß genau, dass er mich umlegen wird, aber jetzt habe ich die Nummer hier schon. Eigentlich ist das ein Gegner, wo angeraten ist, den zu machen, wenn man ein etwas höheres Level hat und auch etwas bessere Bewaffnung. Aber weil ich einfach ein unglaublicher Idiot bin. Oh, nee, komm. Ja, Memo ist angekommen. Mach's gut, du Trottel. Flieht. Eine Schelle und er hat mir fast alles, was mir an Leben verblieben ist, abgezogen. Da habe ich jetzt nur bedingt Lust drauf. Das lassen wir mal bleiben. Jetzt fühle ich mich nicht mehr empowered. Scheißspiel. So, guck mal. Hier ist ein viel netterer Leuchtelampentyp.
Ich weiß nicht warum, irgendwie muss ich bei denen immer an Asterix und die 12 Prüfungen, also die Asterix erobert Rom, denken. Weil du sie Iris und Apis, du bist ein Wildschwein. Wahnsinn, kannst du mit dem Puckerchen auch im Dunkeln lesen? Sprich mir nach, du bist ein Wildschwein. Falscher Tempus, du warst ein Wildschwein. Oh, Wurfmesser hat er dabei gehabt. Wurfmesser, ein Messer, das speziell abgeändert wurde, damit man es gut werfen kann. Wirf es, um damit zu attackieren. Eher leichter bewaffnete Ritter tragen diese Wurfmesser gerne mal als Notfallwaffe mit sich. Hier haben wir wieder so ein grünes Fockgate, das heißt also ein Arealwechsel. Bevor wir das allerdings machen, so diese Fockgates zeigen, finde ich immer sehr gut an, wann begibt man sich in ein völlig neues Areal. Und weil wir aber nach Möglichkeit alles mitnehmen wollen und alles sehen wollen, heben wir uns das nochmal ein bisschen auf, gehen mal hier hin. Na, hier werden die ganzen Steine für die Katapulte draußen auf den Zinnen gelagert. More Firebombs. Nehmen wir mit. Alles gut. Und dann geht's hier den Turm runter. Du. Kleines, selbstablaufendes Tutorial, wenn man ihm die Zeit gibt, dumm zu sein, dann demonstriert er uns eindrucksvoll, dass diese rotbraunen Fässer hier explosiv sind und wir eher aufpassen sollten, dass wir nicht mit Feuer jeglicher Art dort in der Nähe sind und auch nicht in der Nähe stehen, wenn einer dieser Kamikaze... Mach's gut! Huh. Schade. Naja, können wir uns erstmal in Ruhe umgehen. Ja, dass wir so nicht in der Nähe sind, wenn einer von den suizidalen Honks hier der Meinung ist, es wäre jetzt eine besonders smarte Idee, neben dem Schwarzpulver mit der Fackel rumzufuchteln. Sehr viele Honks. Das war gar nicht so geplant. Ich sag's noch. Oh. Jesus. Wo bin ich hier? Dumm. Hör auf anzuvisieren. Assi. So, ist jetzt Ruhe im Karton, oder was? Sehr gut. Ja, was wir gerade gesehen haben, eine der Besonderheiten, die gerade für Neueinsteiger... Oh, Terpentin, wieder ein neues Item. Oh, es gibt viel zu lesen. Die Neueinsteigern relativ schwer fällt, gerade wenn die vorher zum Beispiel schon mal irgendwie ein 3D-Zelda gespielt haben, die Sache mit dem Lock-On, mit dem Aufschalten. Bei Zelda-Spielen ist ja meistens so, der sinnvollste Weg ist einmal aufschalten, dann kann man die ganze Zeit um die Leute rumcirkeln und die dann nach und nach kaputt machen. Das ist bei der Souls-Serie, glaube ich, auch ganz bewusst keine sonderlich gute Idee, das so unbewusst und als Automatismus zu tun. Weil, wie wir gerade gesehen haben, wenn man schlecht aufschaltet oder wenn man im falschen Moment ausschaltet oder der Gegner beispielsweise, den man aufgeschalten hat, außerhalb der Aufschaltreichweite hinausläuft und er einfach irgendein anderes Ziel in deiner Umgebung anvisiert, du läufst aber gerade noch in Relation zu dem gerade entschwundenen Typen, dann passiert das zu gerne mal, dass man irgendwo runterfliegt oder sich komplett verhakelt oder sonst dergleichen mehr. Dementsprechend habe ich gerade eben Glück gehabt. Es empfiehlt sich sehr, am besten von Anfang an bei Demon's Souls auch den Aufschalt-Button nur zu benutzen, wenn es unbedingt notwendig ist. Den Rest kann man auch eigentlich ganz gut mit Kamera plus Bewegungsstick klären. So, am Fuße der Treppe und wir sehen hier... Yay! Das war das Item, was wir vorhin gesehen haben. Das Item hat nicht gelogen, es sprach die Wahrheit. Was ist es? Es ist der Kling Ring. Kling Ring. So, mal schauen hier. Was haben wir neu bekommen? Terpentin. Natürlich ist Harz, das von einem Pinienbaum, Pine Tree? Tannenbaum, glaube ich. Also von einem Baum gesammelt wurde. Kann man auf die Waffe in der rechten Hand anwenden, um es in Feuer zu tauchen. Kann nicht, aus naheliegenden Gründen kann es nicht auf Holzwaffen angewendet werden. Also dieses Terpentin ist effektiv temporärer Waffenbuff. Da können wir quasi unsere Waffe einmal mit Flammen überziehen, machen dann zusätzlich zu unserem physischen Schaden auch noch Flammenschaden. Hält nicht allzu lange an, aber in bestimmten Situationen und bewusstem Einsatz durchaus sehr nützlich. So, Unknown Heroes Soul. Die Seele eines unbekannten Helden, die haben wir oben bei dem roten Leuchtewicht gesammelt. Es ist die Überreste des Geistes eines namenlosen Helden, ne, die in seiner Leiche verblieben sind. Der Rest ist also analog zu den anderen Seelenchecks. Genau, effektiv. Die Reihenfolge ist Soldier Hero, Soldier, Unknown Soldier Soul die kleinste, dann Unknown Hero Soul, Renowned Soldier Soul gibt dann entsprechend schon mehr als der Unknown Hero Soul, welche wiederum mehr gab als Soldier Soul und so weiter. Ne? Okay, gut. Ich werde das dumpfe Gefühl nicht los, dass der ganze Ton ein bisschen
nachzieht. Das werde ich gleich mal prüfen müssen. Bevor wir das aber machen, kann ich mir gleich noch mal ein neues Erfrischungsgetränk holen. Haben wir hier noch zwei lustige Ketten. Zeigt sich, das sind die zwei Gestalten, die wir schon von unten gesehen haben. Kannst kaputt machen. Pum. Das führt dazu, Flatsch, dass die Gestalten, die da lagen, schön auf dem Asphalt zermatscht werden. Aber zumindest können wir sie jetzt um ihre Gegenstände bereichern. Uns um ihre Gegenstände bereichern. Man könnte auch sagen, die Leichen plündern. Denn wir sind doch der Held. Macht man doch so als Held. Kurzer Hinweis, da das tatsächlich nochmal relevant wird, ich versuche es mal hier so ein bisschen in den Blick zu bekommen. Wir sehen, es handelt sich dabei um männliche Modelle, Charaktermodelle. Das sage ich nur deshalb, weil ich glaube, dass die Tatsache, dass es sich dabei um männliche Modelle handelt, keine tiefere Aussage hat und nicht lore-relevant ist, sondern einfach der Tatsache geschuldet ist, dass sie halt ein Standard-Set von hier ist tote Leiche mit Loot dran gehabt haben, verschiedene Models. Schau mal, dieser Leichnam hat alte Lumpenroben und alte Lumpenzeug und altes Gewürz. Und dieser Leichnam, ein Haarschmuck aus Jade. Gucken wir mal ganz schnell. Also, alte Lumpenrobe. Part Nummer 1. Wichtig, es gibt bei Demon's Souls gibt es Rüstungen, die nur Frauen oder nur Männer tragen können. Und die alte Lumpenrobe, sehen wir oben, Female Only, kann nur von Frauen getragen werden. Das ist einer der Gründe, warum ich glaube, dass es sich hierbei trotz des männlich aussehenden Modells nicht tatsächlich um einen Mann handelt. Eine Robe, die aus verschiedenen Schichten von Lumpenstoff gefertigt ist. Die Roben sind übersät mit Tränen, unschönen offenen Nähten und unzählige widerliche Insekten wimmeln im Stoff umher. Keine geistig gesunde Person würde es wagen, so etwas wie das hier zu tragen. Der Text ist weitestgehend gleich auch für die anderen Teile. Es ist also ein komplettes Set, das Old Ragged Set. Auch die Handschuhe sind überströmt mit Tränen. Ne? Nehmen wir es erstmal so hin. Dann haben wir noch einen Gegenstand gefunden. Das den Haarschmuck aus Jade. Ein einfaches Jade-Haarornament. Ein einfacher Jade-Haarschmuck. Könnte es einem armen kleinen Mädchen gehört haben? Also wenn wir mal von der Theorie ausgehen, dass diese Modelle, die wir da gefunden haben, tatsächlich das einfach eine Gameplay-technische oder eine technische Restriktion war, dass sie nicht für jeden Leichentypus quasi ein eigenes Model erstellen wollten konnten, wie auch immer, würde ich mal davon ausgehen, dass das, was wir da gerade quasi von den Strängen geholt haben, um eine Frau, der die Lumpen oben gehört haben und um ein Mädchen gehandelt hat, die diesen Haarschmuck getragen hat. So, ganz kurze Pause. Ich will mir mal ganz kurz angucken, was das hier mit dem Sound auf sich hat, wo da das Problem liegt und mir ein Erfrischungsgetränk holen und dann machen wir gleich weiter. So, da sind wir wieder. Ich habe es gerade mal gecheckt mit dem Audio. Scheint so zu sein, dass es in der Aufnahme dieses Delay nicht gibt. Also wenn ich jetzt hier haue, jetzt kriege ich das Geräusch dafür. Aber naja, solange es am Endresultat hinpasst, will ich mich ja damit zufrieden geben. Ansonsten ist mir gerade auch noch eins aufgefallen, etwas, was ich vielleicht nochmal sagen sollte. Das Setup, was ich hier gerade benutze zum Aufnehmen, ist noch ein bisschen experimentell. Und ja, ich habe schon gesehen, es gibt so ein paar diverseste Nebengeräusche. Unter anderem ist mein Controller nicht mehr der allerneueste. Er klackert wild mitunter. Das hört man aktuell noch ganz gut. Ich muss mal gucken, wie viel ich davon in der Post-Production noch rausbekomme, wie viel Arbeit ich da auch raufschmeißen kann und will. Aber im Fall eines Falles gilt für den Treu-Report-Live-Bericht natürlich genau dasselbe wie für den Treu-Report-Podcast, nämlich... Heißt halt nicht umsonst Tollreport, ne? Direkt aus der Tollhöhle. Ist nicht Kristallfees, kleine Kristallklangbeschallung. Ich hoffe, man kann es trotzdem halbwegs hören. So, bevor wir durch das Fuckgate gehen, gibt es aber noch eine Sache. Und zwar haben wir jetzt eine kleine Pause gehabt. Erinnert ihr euch zufällig noch an so ein gewisses Item, was auf so einem Balkon lag, wo ich meinte, na, da kommen wir noch nicht ran. Aber vielleicht können wir die uns merken. Wenn wir uns das gemerkt haben und auch die ungefähre Position im Kopf behalten haben, so ein bisschen eine mentale Karte erstellt haben, wo bewegen wir uns lang und wo war das Item. Und wir wissen, dass hier diese Aussparung in der Mauer nicht ganz umsonst ist, denn wir befinden uns jetzt hier genau über diesem Item. Können hier also einmal runterdroppen. Yay. Putz. Und können das Item einsacken. Das ist der leichte, die leichte Armbrust und ein paar Bolzen. Eine kleine Armbrust, die von vielen Soldaten in Boletaria genutzt wird. Also eine einfach zu benutzende Fernkampfwaffe. Jetzt nichts Besonderes, nichts Spezielles.
Hier sehen wir auch wieder das, irgendwie dieses Standardmodell für ich bin eine Leiche. Wären wir noch online, würde ich euch garantieren, würden hier vermutlich 20 Nachrichten liegen mit Hole ahead, try trusting attack. Ne? Weil wegen, ja, das haben wir zum Glück nicht mehr. Holla! Ein Git. Tschüss. Was hat denn da Schönes für den Papa heute? Sich im Gras. Warum nicht? Nehmen wir mit. Ja, wie gesagt, ich glaube, man kann ganz viel über das Level-Design der Souls-Serie sprechen. Es gibt für die späteren Teile gibt es ja die sogenannten Design-Work-Interviews aus den Design-Work-Books, also quasi so Artbooks, die zu den Spielen rausgekommen sind, Dark Souls 1, 2 auf jeden Fall, wo dann unter anderem Miyazaki-san und ein Teil der anderen Designer halt mal darüber redet, wie sie welche Sachen angegangen sind. Und was halt das Schöne an der ganzen Sache ist, ist, dass einerseits es genug Möglichkeiten zum Explorieren gibt, aber wenn wir uns bisher mal anschauen, wie der Levelverlauf hier gewesen ist, wird man doch schon immer sanft in die Richtung geschubst, wo man irgendwie hin muss. Sei das, dass die Aufmerksamkeit über Items geleitet wird, sei das, dass man hier ab und zu mal ein Fogate hat, was einem anzeigt, ah, okay, ich bin hier auf dem richtigen Wege. Sodass man sich eigentlich in den seltensten Fällen wirklich verläuft, ohne gleichzeitig das Gefühl zu haben, die ganze Zeit komplett an der Hand genommen zu werden. Und für diejenigen, die allerdings noch ein bisschen wenig abseits des Weges ranschauen, da gibt es meistens dann auch noch was zu finden. Aber es ist jetzt nicht so, wie beispielsweise bei diesen von mir doch sehr gering eingeschätzten 3D-Jump'n'Runs beispielsweise von Rare, sowas wie Banjo-Kazooie und Co., die sich ja auch dadurch auszeichneten, dass man hunderttausend Sachen finden kann und hunderttausende versteckte Goodies, die aber dann letztendlich auch A, mehr von dem ganzen Rest abgelenkt haben und ja, am Ende des Tages war es dann halt auch nur Busy Work. War auch nichts Besonderes mehr, irgendwas zu finden, weil du alle naslang irgendwie hier mal eine Notenseite und hier mal eine Feder. Das ist mir hier schon bedeutend lieber. So, neues Areal. Gucken wir uns um. Es geht tiefer in die Burg hinein. Da unten wird offensichtlich ein Rave gefeiert. Nee, natürlich nicht. Da steht eine lustige Gestalt. Und offensichtlich haben diese Draglings, wie man diese skeletthaften Kreaturen dort unten nennt, also diese menschlichen Hüllen, das sind Draglings, offensichtlich hätten die schon Bock, ihm mal da ein bisschen an die Wäsche zu gehen. Ich hätte theoretisch jetzt die Chance, hier rüber zu springen, um dort zu ihm runterzukommen. Denn, was wir da auch sehen, ne, oben auf seiner Plattform, ist ja noch ein lecker Item. Ich mache das jetzt allerdings mal nicht, weil das quasi so eine Art Abkürzung wäre. Und ich will lieber mal den regulären Weg, den man hier durchs Level nehmen würde, zeigen. Zum Glück haben wir in dem Turm gelernt, was passiert, wenn Feuer auf rote Kiste trifft. Wir konnten da also jetzt vorsichtig sein. Oh, zum Glück nur ein Gegner. Ach nein. Ja, wieder so eine schöne Hinterhaltssituation. So, da vorne, das nimmt unsere ganze Aufmerksamkeit auf sich, wenn wir hier gerade ausschauen. Ne? Aber hier rechts gibt es auch noch was. Joa. Vögel. Offensichtlich hat hier jemand was verbarrikadiert. Ein Dragling. Nein. Also schon ein Dragling, aber einer, der gerade mal relativ leisure ist. Gibt hier so ein bisschen den L aus Death Note. Mal gucken. Was hast du uns denn zu erzählen? Schönen guten Tag. Möchtest du mal meine Waren anschauen? Sind großteilig gestohlen, aber naja. Wo kein Kläger, da kein Richter. Ah, also ein Dragling. Offensichtlich noch halbwegs bei Verstand. Bevor wir uns mal intensiver mit ihm unterhalten, schauen wir mal, was er uns anzubieten hat. Machen sich im Mondgras, Halbmondgras. Sehen ist schon relativ teuer, also so für drei Halbmondgräser. Müssen wir effektiv schon alles, was wir bisher an Seelen zusammengefarmt haben, gleich mal wieder auf den Putz hauen. Firebombs bietet an, Soldatenlotus, kennen wir alle schon. An Waffen hat er das Langschwert. Eine tatsächlich sehr gute Waffe. Ich mag die persönlich sehr. In dem Studiendurchgang werde ich sie vermutlich erstmal nicht benutzen. Ähnlich wie bei dem Shortsword ist es halt auch so, die hat neben normalen Schneidattacken hat die auch eine sehr schöne Stichattacke, wo man einmal so nach vorne pickt. Das ist also sehr nützlich, das Teil. Knüppel. Ein schäbiger kleiner Holzknüppel. Hiebwaffen sind effektiv gegen Metallrüstung und schwere feste Schuppen. Und sind ebenfalls gut geeignet, um die Ausdauer des Ziels abzusaugen und ihre Schildverteidigung zu durchbrechen.
Auch der Club, der Knüppel, hat übrigens diese Direct-Hit-Mechanik integriert, die auch die Battle-Axe anbietet. Einmal einen kurzen Speer, so ein bisschen wie ein Rapier, aber mit einer größeren Reichweite. Die Besonderheit hinter Speeren in der Soul-Serie ist die, dass es eine der wenigen Waffenarten ist, wo man gleichzeitig das Schild oben halten kann und am Schild vorbei quasi rumstochern. Weshalb ich das damals in Dark Souls, was mein erstes Souls-Spiel war, in der Anfangszeit mal ganz gerne genutzt hatte, um ja, gleichzeitig geschützt zu sein und trotzdem noch ein bisschen Schaden zu verteilen. Das Problem, was man dann sehr schnell hat, ist natürlich, solange man das Schild oben hält, regeneriert sich die Stamina langsamer. Und wenn man zusticht, wird halt die Stamina für einen Stich abgezogen. Das heißt, man kommt sehr schnell in Ausdauerprobleme und dann bringt einem das Schild oben dann halt genau auch nichts mehr. Außerdem ist es eine sehr, sehr defensive und auch sehr zähe Art und Weise zu kämpfen. Und was bietet er uns noch an? Den Plattenrüstung, Plattenharnisch. Ein eisernes Bruststück, das normalerweise von Soldaten genutzt wird. Es ist einfach herzustellen, aber schon ordentlich zäh. Sein hohes Gewicht beeinflusst die Ausdauerregeneration negativ. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das eine Sondereigenschaft wirklich der entsprechenden Ausrüstung ist oder ob das einfach nur verdeutlichen soll, dass dieses Ding, da sehen wir, es ist 9,6 Kilo schwer. Ist halt relativ schwer, damit ist die Chance sehr groß, dass wir damit über unsere 50% Equip-Burden kommen und dann die Fat-Roll machen. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Was hat uns denn der Dragling sonst so zu erzählen? Be a brave knight or depraved slave, the demons will snatch your soul, then you'll go mad. And those who dare cling to their humanity are hunted down. It is the end of great Boletaria as we know it. But hell, at least the demons don't send us to our deaths in battle. Ja, er sagt also, egal ob man edler Ritter ist oder ein runtergekommener Sklave, den Dämonen ist das alles gleich. Boletaria ist ziemlich am Arsch, ist also die Quintessenz, was er sagt. Und versucht aber das Positive darin zu sehen, naja, auch wenn es vielleicht so ist, dass die Dämonen alle, die noch nicht vollständig den Verstand verloren haben, gnadenlos zu Tode jagen, ist es dann am Ende des Tages halt doch schon so, dass die Dämonen zumindest sich nicht hinstellen und einen in irgendwelche sinnlosen Kriege schicken, wie das offensichtlich vor der ganzen Malaise hier der Fall gewesen ist. There's this skinny fella, clad in fabulous armor, who's always mumbling about some mission. He's another one who's managed to stay sane like yourself. Probably some pampered son by the looks of his attire. I'd give an arm just for the buttons off his shirt. Ja, das ist ein interessanter Hinweis. Also er sagt, naja, es gibt hier noch so einen schmächtigen Typen, der durch die Gegend rennt, der offensichtlich auch noch bei klarem Bewusstsein ist. Ein Typen in extrem prunkvoller Rüstung muss offensichtlich irgendwie der verwöhntes Adelshündchen sein. Ja, und er sagt halt, na, hey, ich würde allein für einen Knopf von seinem viel zu teuren Hemd, ja, würde ich mir einen rechten Arm geben. Da haben wir ja tatsächlich gerade jemanden gesehen, der nett gefunkelt hat. Und der gleichzeitig so wirkte, als wäre er mit der Gesamtsituation ein bisschen überfordert. Das war unten bei der Dragmeet Rave. So. Go ahead, take your time. I'm not going anywhere. Ja, er sagt halt, hey, kein Stress. Lass dir Zeit bei deiner Kaufentscheidung. Ich gehe nirgendwo hin. Ja, ich habe diesem speziellen Dreckling den Namen Jean-Baptiste gegeben, denn es ist ziemlich offensichtlich der einzige Nicht-Penner unter allen Dragglings. Bisschen irre. Bisschen runtergekommen, aber ja, in Zeiten wie diesen darf man da vielleicht auch nicht wählerisch sein. Das ist mir hier schon skeptisch. Da wollen wir es nicht drauf ankommen lassen. Hier könnten wir theoretisch runterspringen. Machen wir aber nicht. Denn erst sollen andere Leute runterspringen. Wie, hoppala, tack. Drei gegen eins, so unfair. Hätte da mal noch 5 mitgebracht, dann wäre es fair gewesen. Da hat jemand schon wieder nach einer Molly gegriffen, du Sack. Weg mit euch. Haben wir jetzt wieder ausreichend sich im Mondgras ein bisschen die Reibungsverluste der letzten paar Minuten wegessen. Lucky one. Noch mehr sich im Mondgras kann man immer brauchen. Ah.
Es macht auch noch ein gutes Mal immer noch Spaß. Ne? Flieg, du bist frei! Leckmundgras. Cool. So, hier haben wir jetzt wieder neues Areal. Fuckgate. Aber wir sind ja natürlich noch nicht fertig. Nipp, nipp, nipp. Denn hier unten geht's noch weiter. Au. Das war gerade ein schönes Ding. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt zum ersten Mal aufgetreten ist, aber wir haben gesehen, ich habe ihn pariert, aber habe trotzdem ein bisschen Leben abgezogen bekommen. Und es war ein sogenannter Partial Parry. Es gibt halt immer dieses ideale Zeitfenster, in dem man eine Attacke parieren kann. Wenn man das perfekt erwischt, alles super, kriegt man seinen Parierversuch angerechnet und verliert keine Leben. Wenn man es nicht ganz exakt trifft, aber noch ausreichend gut, dann gibt es einen Partial Parry, eine teilweise Parade. Und dann verliert man halt ein bisschen Leben und er wird trotzdem halt gestaggert, fliegt zurück und das war's dann. So, mit hier gesehen, hier unten ging es vermeintlich erstmal nicht weiter. Wir schauen uns doch mal um. Was? Wenn wir hier unten stehen und uns umgucken, kann man das sehr leicht übersehen. Von oben von der Treppe wird es ein bisschen eindeutiger. Was ich an der Stelle ein bisschen unglücklich finde, ich zeige das mal ganz kurz. Hier, wir gucken mal hier rein. Sieht man nichts. Kein Item, was uns darauf hinweist, hey, da könnte es weitergehen. Jetzt kloppen wir mal hier die Regale kaputt. Und sehen, hier ist schon wieder ein Wicht. Vorne ist wieder ein Leuchtmensch. Und hier sehen wir jetzt, ist plötzlich ein Item aufgetaucht. Das muss irgendwas mit der Art und Weise zu tun haben, wann welche Gegenstände, Objekte gerendert werden oder nicht. Wir müssten es eigentlich von hier aus da geradezu sehen. Das ist halt insofern ein bisschen schade. Vielleicht haben sie auch gesagt, sie wollten diesen Teil hier noch, wenn man von unten kommt, ein bisschen geheimer halten, dass es nicht ganz so offensichtlich ist. Man weiß es am Ende des Tages nicht. Mal gucken, was haben wir hier? Unknown Soldier Soul, mehr Schecks für die Bank. Siehst du, dicke Lippe riskiert? Wird gleich schon wieder schlecht. So, der hat kein Schild, sondern nur quasi zwei Hände. Ah, du machst mich fertig, Junge. Und hält auch einen Meter mehr aus. Partial Parry soll mir reichen. Ins Gesicht. Haben wir die Situation hier auch geklärt. Ich gehe mal als erstes nach hinten. Ne? Wer die mentale Map, mentale Karte, oh, Skimitar, schön, im Kopf mal mitgezeichnet hat, der wird jetzt wissen, wo mich der Weg gerade hinführt. Nämlich zu unserem Skinny Fellow, den Jean-Baptiste angesprochen hatte. Please, help me. Bitte, hilf mir! Ich bin gefangen, umrundet von Draglings. Das wollte ich sehen. Ey, das erinnert mich ein bisschen an die Demo gegen das Flüchtlingsheim hier bei mir vor der Tür. Finde ich scheiße, so. Faustschütteln. Voilà. Dummisar. Ja, ich sag mal, noch können wir es uns leisten. Hey Dude, es geht. Jetzt kommt er runter, hätte mir mal helfen können. My thanks for your bravery. Danke für deine mutige Rettung. I'm Ostrava of Boletaria. Ich bin Ostrava von Boletaria. Bitte nimm das als Zeichen meines Dankes an. Now I must Jetzt muss ich gehen. Es gibt da etwas, um das ich mich kümmern muss. Dudikov, du hast
eine Ausrüstung, die ungefähr 20 Mal so teuer ist wie meine. Und gibst dir trotzdem den Lurch. Was ist da los? Und überhaupt, wo läufst du hin? No matter how far I venture, only the soul staffed remain. Is there a single sane person left in Boletaria? Egal wohin er reist, er findet nur noch diese seelenhungrigen Gestalten und fragt sich, ob es nur eine einzige geistig gesunde Person in Boletaria gibt. Ja, mich beispielsweise, und ich weiß nicht, ob du dazu gehörst. Typ, du hast ein Schild, nutze es. Aber jetzt beginnt hier ein bisschen der spannende Part, weil Ostrava jetzt plötzlich auf die Idee kommt, einen Maxen zu machen. So, bist du jetzt friedlich oder was? Es ist halt sehr, sehr leicht, während er hier seine Patrouillengänge macht und offensichtlich schon in jungen Jahren eine ordentliche Alzheimer-Diagnose hat, weil seine Bewegungsmuster ein bisschen erratisch sind. Ja, das Problem ist, er stolziert jetzt hier durch die Gegend wie so ein Gockel und ist absehbar mit so ziemlich allem, was dieser Level noch zu bieten hat, komplett überfordert. Stirbt er sehr gut? Ja. Multi-Kill. Impressive. Weshalb wir hier noch ein bisschen weiter den Beschützer spielen müssen. Ja. Wenn der Gegner bereits am Boden ist und gewechselt wird, dann schlägt er zu. Toll. Ach, Strava. Mensch, Mensch, Mensch. Oh, Shard of Hearthstones und Sharpstones. Sehr gut. Hätten wir also Vanguard nicht gelegt und wären dann noch ein Stückchen weiter im Tutorial gekommen, dann wäre das jetzt das erste Mal, dass wir die Chance haben, das abzugraden. So, da ich das jetzt nicht mehr ganz aus dem Kopf weiß, wie weit er sich bewegt, eskortiere ich ihn mal ganz kurz. Einfach um sicher zu gehen, dass er sich nicht dusselig verläuft und dann irgendwie, keine Ahnung, ein gewaltbereites Meerschweinchen trifft oder sowas, was dann anschließend von ihm Schutzgeld kassiert. Kannst aber mal vergessen, dass ich hinter dir laufe. Ja, genau. So, das heißt, ich glaube, in dem Gebiet habe ich alles, was ihm gefährlich werden könnte, beseitigt. Machen wir so. Du patrouillierst jetzt quasi das bereits befriedete Gebiet, falls noch wer kommt oder du eine garstig aussehende Spinne findest, die beseitigt werden muss und versuch einfach am Leben zu bleiben. Würde ich sagen, ha, nee, nicht Zeit für ein neues Gebiet. Oh, das hätte jetzt fast geklappt. Nee. Kurz war der Gedanke da. Leap of Faith. Mal gucken, ob wir das überleben. Es ist generell so, dass Fallschaden hier in dem Spiel schon existent ist, aber ist noch relativ leger von den Auswirkungen. Man kann relativ weit fallen, verliert halt nur einen Teil seiner Leben. Das ist generell eine Geschichte, wenn wir mal gucken, wenn ich hier rolle. Bin ja in Seelenform gerade. Fast lautlos. Auch das ist so eine Designentscheidung, dass das gesamte Spiel einen sehr, sehr schwerelosen und in Ermangelung eines besseren Worts fast neblige Haptik hat. Ne? Und so passend zu diesem Nebelthema. So, wenn wir uns mal gucken, wie ich jetzt gleich runterfalle. Hier, spring ich mal drüber. Spring ich mal drüber. Da. Man fällt halt sehr, sehr langsam. Wo man natürlich sagen könnte, naja, ist ja unrealistisch. Ne? Auf der anderen Seite hat dieses gesamte Spiel aber sowas bedrückend Schwereloses. Thief's Ring. Bingo. Das ist der Sechser im Lotto. Wir haben eben ein paar Items aufgenommen. Den Klingring haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Mensch, Kinders, was ist hier los? Schon in den ersten paar Stunden fängt er an zu schwächeln. Ich merke schon, da muss ich vermehrt darauf achten, dass wir das möglichst gleich tun. Unter anderem, was wir aufgenommen hatten, und zwar bei den zwei Leichen, die da vom Balkon hingen, das Old Spice. Das war bei der Person, die auch diese Lupen rum bei sich trug. Stellt eine große Menge von Magiepunkten für den Nutzer wieder her. Ein altes Gewürz, das einen stechenden, widerlich süßen Geruch absondert. Das wird hergestellt, indem man verschiedene vergorene Ingredienzien mixt.
glaube, fermented ist irgendwie vergoren. Wegen seines üblen, scharfen Geruchs und den meist relativ zwielichtigen Braumeistern, die das Zeug herstellen, wurde es in einigen Regionen sogar verboten. Ist allerdings auch wiederum ein Item, was vor allen Dingen für Magiekundige relevant ist. Und daraus können wir allein ziehen, dass wir dieses Item zusammen mit den Lupenruhmen bei dieser Person gefunden haben, dass es sich bei der verstorbenen Person offensichtlich um eine magisch begabte Gestalt handelte. Hey, du hast noch Loot für mich. Her damit. Unbekannte Soldatenseele. Okay. Ah, eins haben wir auch noch bekommen, und zwar das, was wir von Ostrava als Geschenk bekommen haben, das Blechteleskop. Erlaubt es einem, in die ferne Weite zu schauen, Fernglas sozusagen. Ein sehr seltenes Handwerksgut, das bearbeitetes Glas benutzt, um es dem Nutzer zu erlauben, in die Weite schauen zu können. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist es ein Item aus einer vergleichsweise fortschrittlichen Region in Südboletaria. Und der Punkt ist tatsächlich zum ersten Mal relativ wichtig. Wir können nämlich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, dass Ostrava aus Boletaria offensichtlich in diesem Gebiet in Südboletaria gewesen war. Gut, er könnte es rein theoretisch auch nur von einem Händler haben. Aber man kann es sich mal so im Hinterkopf behalten. Also er hat offensichtlich Tech aus dem südlichen Boletaria bei sich. Das wird uns später noch die Gelegenheit geben, mal ein bisschen zu schauen, wo denn der gute Mann herkommt oder gewesen sein mag, bevor er hier gelandet ist. Zwei Ringe haben wir noch aufgenommen. Und zwar, ich sag's jetzt mal frei heraus, zwei der wichtigsten Ringe, man könnte fast sagen Gamebreaker, zumindest im Falle des Thief-Rings. Haben wir als erstes den Klingring. Ich glaube, im Deutschen wird er irgendwie als Ring der Adhäsion bezeichnet. Der Klebering. Verliere weniger Hitpoints, wenn du in Seelenform bist, also wenn wir gerade keinen Körper haben. Wir sehen ja, dadurch, dass wir unseren Körper verloren hatten am Ende des Tutorials, jetzt hier in dieser funkeligen Seelengestalt umherhirschen, haben wir maximal nur noch die Hälfte unserer HP zur Verfügung. Selbst wenn wir ein Heil-Item nehmen, darüber hinaus geht es jetzt einfach nicht. Der Restbalken ist erstmal gesperrt. Benutzen wir jetzt den Klingring. Dann haben wir ein bisschen mehr zur Verfügung. Dann werden nur ungefähr 25-30% abgezogen von unserer Gesamt-Hitpoint-Leiste. Das erhöht also den verfügbaren Lebenspunkte-Pool dann doch deutlich. Ein mysteriöser Ring, der in der Form eines Auges geschmiedet wurde. Der Charakter verliert weniger HP, wenn er eine Seele zur Seele wird. Okay. Und eigentlich noch viel wichtiger, weil im Idealfall werden wir ja gar nicht getroffen. Ich habe ja bisher sehr gut bewiesen, wie realistisch das ist, aber trotzdem, theoretisch wäre es möglich. Viel wichtiger tatsächlich der Thief's Ring, ein altertümlicher Saphirring. Er versteckt deine Präsenz und macht es deinen Gegnern schwieriger, dich zu entdecken. Was das Ding tut, sehen wir jetzt unterhalb unserer Ausdauerleiste, sehen wir dieses komische Wolkensymbol. Das heißt, wir sind also versteckt, obfuscated, wie der Vampire-Spieler vielleicht sagen würde. Was das bedeutet, ist, dass unser Aggro-Radius wesentlich kleiner wird. Gegner reagieren erst später auf uns. Wir können näher an sie heran, bevor sie anfangen, Stress zu machen. Und das ist was, was man absolut haben will, weil gerade in Demon's Souls sind die, wie ich es schon vorhin ausgeführt hatte, sind ein Großteil der Begegnungen mit Gegnern häufig so ein bisschen puzzelartig, wo es sehr stark darum geht, wie kann ich die Gegner richtig pullen, also deren Aufmerksamkeit so auf mich ziehen, dass nicht sofort alle Leute, die noch drumherum stehen, ebenfalls auf mich eindreschen, sondern dass ich möglichst Leute einzeln ranziehe, die fertig mache. Und dafür ist das Ding absolut Gold wert. Dafür und noch für viele andere Sachen, der wird mich bis zum Schluss begleiten. So, neues Pocket, neues Glück. Rabe gegen Feld spazieren. So, was haben wir hier? Unangenehm. Sehr enger Gang. Viele Menschen. Aber mit Hilfe eines kleinen Tricks können wir uns die Nummer viel, viel einfacher machen. Und zwar, na, dann nehme ich mal lieber den Einhändigen. Hup. Lauft, ihr seid frei. Nehmt alle unsere Wünsche und Hoffnungen mit euch. Wieder so ein Ding, wer aufmerksam ist, kann sich hier das Leben wesentlich einfacher machen. Fies ist, da unter diesen Gestalten hier waren auch ein paar Armbrustschützen. Wäre ich jetzt hier einfach reingelaufen und die hätten auf mich geschossen, hätten mich verfehlt, wären die Armbrustbolzen hier hinten reingefallen und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit hätte es dadurch die Holzplatten gesprengt und ja, ich wäre ebenfalls überrollt worden. Das ist also doppelt gut, dass wir das rechtzeitig gesehen haben. Crescent Moonglass, sehr schön. So, da hinten haben wir den Boss von der Ganze, also einen. Mal kurz hier mein Inventory reorganisieren und dann nehmen wir mal gleich das Blechteleskop zur Hand. Wahnsinn. Hubble ist ein Scheißdreck dagegen.
Ist nicht wirklich viel, aber könnt ihr sehen. Ein fieses Drachenviech hockt da und peitscht mit dem Schwänzle. Und wir sehen da aber unterhalb seines Schwanzes sehen wir auch schon. Ah, Loot. Es lockt mich sehr. Müssen wir mal schauen. Zunächst einmal vorbei an unseren Kugeln. Weit sind sie nicht gekommen. Ha, Überraschung, ein Hinterhalt. Und auch noch die fiesen Hutmänner mit ihren dusseligen Arschlochsperren. Es fällt mir so unglaublich schwer, die zu parieren. Und gleichzeitig ist der Wunsch danach, das Bedürfnis so groß. Das ist immer wieder schlimm. Dort links können wir auch lang gehen. Gucken wir da erstmal lang. Und da sehen wir, verfluchte Axt. Da ist ja nicht nur einer, sondern da ist auch noch der, der sich vorhin da den kleinen Mitternachtssnack zusammengestellt hat. Ruhe! Na, 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 Grisou. So wird das aber nichts mit deinem Wunsch, einmal Feuerwehrmann zu werden. Sehen wir auch wieder sehr schön. Da gibt es lecker Items. Die würden wir gerne haben, aber die verkohlten Leichen, die drumherum liegen, zeigen an, wir sind vermutlich nicht die Ersten, die auf diese gesondert schlaue Idee gekommen sind. So, ohne weiteres können wir da nicht hingehen. Der Drache würde uns direkt verbrutzeln. Da müssen wir uns also schlau anstellen. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Wir haben im Ticker jetzt schon 2800 Seelen. Das ist für den Anfang gar nicht so wenig. Ich würde es eher vermeiden wollen, die jetzt irgendwie sinnlos zu verlieren. Nix ist. Da haben wir jetzt gerade schon Flügelflappen gehört. Auch hier wieder so ein... Gott, würde ich mich scheiße fühlen, jetzt auf dieser Brücke zu sein. Ja, fein. So, der Trick. Okay, und ab geht's. Real-time killer, you don't understand, it's like quicksand. Lick it from my hand. Wenn ich schnell genug bin, während unser Freund, der kleine Grisou, da seine Runden dreht, dann kann ich hier zumindest... das ist jetzt sehr dumm, das ist sehr dumm. Ich weiß, dass es dumm ist. Purple Flame Sheet, coole Sache. Renowned Soldiers. Die Gier ist einfach zu groß. Ah! Puh. Oh. Weniger souverän als geplant. Aber nochmal gut gegangen. Chart of Archstone. So. Jetzt müssen wir mal kurz hier wieder reingehen. Was haben wir alles bekommen? Old Spice haben wir, Nextual Binding. Chart of Archstone. Das ist also ein Splitterstück von so einem Archstone. Sendet den Nutzer zurück in den Nexus. Eine Scherbe, ein Bruchstück, das von einem Archstone abgekratzt wurde, welche in jedem Gebiet herumstehen. Sendet den Nutzer zurück in den Nexus. Die Archstones, die The Monumental, der Gewaltige, der Monumentale, den Älteren, den Dorfältesten anvertraut hat, wurden lange vergessen. Jetzt knabbern nur noch die Mäuse daran. Das heißt, es ist ein interessanter Punkt, diese Archstones, die maßgeblicher alle Teile Bonetarias miteinander verbinden und mit dem Nexus, wurden offensichtlich von dem gewöhnlichen Volk und von den gewöhnlichen Menschen schon lange vergessen. Vermutlich weiß kaum noch einer, was diese Dinger denn überhaupt bedeuten. Da fiel zum ersten Mal der Name des Monumentals. Aber wenn ich mich jetzt ganz dolle beeile, dann schaffe ich es rechtzeitig nach hinten. Oh, oh, oh. Die Tatsache, er ist ja schon... Grisou ist ja hier schon ein paar Mal drüber geflogen. Die Tatsache, dass die hier hinten noch standen, hat mir halt eigentlich schon angezeigt, okay, da bin ich schon so ein bisschen in der Safe Zone. Man muss es ja nicht drauf ankommen lassen. Blödsack. Unknown Soldier Soul. Ach, siehst du, wir waren ja noch gar nicht fertig mit den alten Beschreibungen. Ja, Purple Flame Shield. Schauen wir uns mal an. Unser erstes Großschild, was wir gefunden haben. Sehen wir Damage Reduction 100%.
versus 90. Was das bedeutet ist, wenn ich mit dem Lederschild etwas blocke, dann wären 90% des Schadens, den ich bekommen würde, dadurch abgeblockt, aber nicht aller Schaden. Der Purple Flame Shield nimmt alles ab. Und diese 30 da hinten, das ist bei beiden gleich. Das ist der Magieschaden, den das Ding fressen kann und absorbieren kann. Was wir ebenfalls sehen, Guard Rate Reduction ist der Wert, der darüber bestimmt, wie viel Stamina ich verliere, wenn jemand auf mein Schild draufhaut. Also relativ wichtig, das Purple Flame Shield scheint stabiler zu sein als das Lederschild. Und deshalb verliere ich pro Schlag, der da drauf kommt, auch weniger Ausdauer. Was allerdings der große Nachteil von dem Gerät ist, ist, wir sehen es, unser Lederschild geht unten Weight für 1 Kilo über den Tisch. Das Purple Flame Shield, da sind es dann schon 8. Ich kann eigentlich mal probieren, gucken, ob ich das Ding theoretisch überhaupt tragen kann. Ha, ja. Das schon mal nicht, aber probieren wir es mal. Oh, trotzdem immer noch die Light Roll, das ist gut. So, aber Beschreibung. Ein altes, großes Schild, das in lebhaftem Lila angemalt ist. Das ist relativ schwer und sehr effektiv gegen Flammenattacken. Gut zu wissen. Der Ursprung seines charakteristischen Designs ist unbekannt. Dieser Ausrüstungsgegenstand hält viele Rätsel bereit. Das ist sehr mysteriös. Cool. Damit machen wir das große Eingangstor auf. Hier ist mal eine Ansage. Effektiv war es also so gewesen, wir haben uns jetzt einmal durch die gesamten Wehranlagen durchgearbeitet, nur um am Ende quasi dieses große Eingangsportal, was wir direkt am Anfang gesehen haben, freizuschalten. Das hat man bei der Soul-Serie sehr, sehr häufig, dass am Ende des Tages Level-Design quasi so wie eine Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt, wie so eine Schnecke. Im Englischen würde man sagen, spiraling in on itself. Das ist nur eine Beobachtung, die habe ich zum ersten Mal so richtig realisiert, dank des Podcasts Bonfireside Chat, wo die es sehr häufig feststellen, dass man also an Punkt A beginnt. Eigentlich will man zu Punkt C, der direkt gegenüber von Punkt A ist, und muss aber quasi von A über C nach B, weil der direkte Weg gesperrt ist. Hi. Und hier schön ist. Tappity. Hey! Der lustige Maskenmann. I fucking hate it. Ich mag euch wirklich nicht. Ja, und von hinten schmeißt noch einer mit Mollys. Super. War ich zu ungeduldig, bin ich dumm reingestürmt. Das ist schon kein smarter Move gewesen. Thema smarter Move, es wäre langsam mal an der Zeit, einen solchen anzubringen hier. So. Mann, oh Mann, ey. Schwierige Geburt hier. Ah. Du warst das. Du warst es, Fredo. Ich weiß es. Hier geht's wieder in den Turm runter. Wir erinnern uns doch grob. Ey. Concentrate, verdammt nochmal. Ja, wirklich wie der erste Mensch hier. Ja, hier sind wir, eure Feinde und Ziel. Gehen zum Lachen in den Keller und wir looten Terpentin. Also mit den Hitpoints, hier ein neuer Gegnertypus, ist Schleimy. Und, was auch sehr schön ist, wir sehen, es hat hier so ein Schild vorne dran, wenn wir da draufhauen. 9. Eher suboptimal. Hinten, ohne Schild, schon viel besser. Ist also wichtig, da an der Stelle uns der Angelegenheit von der richtigen Seite zu nähern.
Und haben wir uns also richtig erinnert, ne? Wir sind jetzt hier beim zweiten Turm, werden da unten dann auch gleich den zweiten Shortcut freischalten. Seele des unbekannten Helden nehmen wir gerne mit. Ins Face. Hier können wir gleich nochmal einen zweiten Vorteil vom beidhändigen Führen demonstrieren. Jedes Mal, wenn ich hier einhändig draufkloppe, sehen wir, prallen wir so doof ab. Mit dem zweihändigen können wir trotzdem schön ordentlich durchziehen. Einfach mehr Wumms hinterm Schlag haben. Und das war's auch schon. Halbmondgras. Und wir können den zweiten Shortcut lösen. Jo. Kapitaler Speer, den sie da geschmissen haben. Und das kennen wir jetzt schon aus dem Tutorial, ne? Die weißen Foggates, das zeigt uns jetzt wieder an. Mal gucken, ob wir einen Blick erhaschen können. Ah, ist tatsächlich noch leer. Schau an. Da ist es dann Bosszeit, der erste reguläre Boss, der jetzt hier ansteht. Bevor wir den allerdings machen, möchte ich mal ganz fix zurückkehren. Da wir jetzt gerade eh schon hier sind, ne? Vorteil von diesem spiralförmigen Level-Design, da tut jetzt nicht ganz so weh. Njong, njong, njong. Kehre zum Nexus zurück. Das Hauptproblem, was ich jetzt gerade habe, ist, dass zu diesem Zeitpunkt... der heilige Urbane. Dass jetzt zu diesem Zeitpunkt kann ich meine hart verdienten Seelen noch nicht in Level-Ups investieren. Hey! Siehst du, ich dachte, der taucht erst auf, wenn der erste Boss gelegt ist. Hey, aus Drava, alte Socke. Na, wie ist es? At its peak, Boletaria was a grand kingdom. The king, his knights and his subjects were modest and plain, but also steadfast and compassionate. In the distant southern kingdom, Boletaria was known as paradise on earth. But look at what has become of us now. I refuse to believe that this is what father wished for our great land. Ja, ne? Er erzählt halt, dass Boletaria eigentlich mal bekannt war als sehr, sehr schöner Ort, weithin bekannt war, fast als Paradies auf Erden. Weiser König, gestandene, ehrenhafte, ritterliche Soldaten und Adlige an seiner Seite. Allen ging es soweit gut. Naja, es hat doch schon ein kleiner Unterschied verglichen zu dem, wie Boletaria jetzt drauf ist. Und er gibt einen interessanten Punkt mit an, und zwar sagt er, dass er sich nicht vorstellen kann, dass sein Vater, wer immer das sein mag, gewollt haben kann, dass das aus Boletaria wird. Tja, wer weiß. Ich kenne meinen Vater leider nicht, da spare ich mir jetzt an der Stelle mal jegliches Urteil zu. Na, Questfreund, immer noch miese Petrich drauf. You came for Demon Soul? It's all the same. You're just another prisoner of the Nexus. We're welcome here. aufbauend wie immer. Na, Baldwin, alter Stinkstiefel. I can forge weapons for you. For a fair price. Man könnte jetzt überlegen, ob man sagen, ob ich das die Kampfaxt jetzt upgrade, aber ehrlich gesagt plane ich nicht unbedingt bis in alle Ewigkeiten mit dem Ding rumzurennen. Reparieren wir erstmal lieber. Ein bisschen Quatsch. Nicht, dass uns das Equipment im falschen Moment auseinanderfällt. Na komm. Oh. Das war so teuer. Nee, komm. Lederschild tut's auch erstmal. Ist noch was zu sagen? Ja, ich bin immer noch. Ich danke immer noch die Götter, die jeden Tag, dass es dir so gut geht. I need your business. Grumpy Baldwin. Lagas Thomas. That hairpin. That belongs to my daughter. Then she didn't make it after all. My dearest little baby. May she rest in peace. May I ask you a favor? Would you mind giving up that hairpin? I'd like to have it in memory of my daughter. Ja,
Also, dieser Yadara-Schmuck, den wir bei den beiden aufgeknüpften Gestalten im Boletaria gefunden haben, gehörte offensichtlich der Tochter vom Lageristen Thomas, was uns parallel dann dazu führt, dass aller Wahrscheinlichkeit nach die Frau und die Tochter, die er in einem starken Anfall von Hasenfuß-Dasein im Stich gelassen hat, in der Folge nonchalant dort oben aufgeknüpft wurden. Wir hatten bei der einen Gestalt hatten wir ja dieses Jadehaar-Ornament gefunden und bei der anderen dann eindeutig einer Frau gehörige Kleidung. Das ist also, muss man jetzt nicht so weit denken, um sich da den Rest zusammenzupuzzeln. Aber jetzt fragt er uns natürlich, ob er den Haarschmuck haben kann. Aber natürlich ja. Das andere wäre ein bisschen arg assoziiert. You're a saint. Thank you. Thank you so much. Oh, I mustn't forget. It's not much, but please accept this as thanks. I'm a bit ashamed to say, but I found it one day, discarded on the main road. But it seems to possess a strange power. Anyway, I feel that you should have it. It will be happier in your hands. Stockwell Thomas weiß nicht ganz genau, was es ist, hat allerdings das Gefühl, dass da schon eine gewisse Power, eine gewisse Macht innewohnt in diesem Ring, und er hat das Gefühl, dass dieser Wertgegenstand vermutlich in unseren Händen besser aufgehoben ist und gibt uns dafür den Ring of Herculean Strength, also der Herkulesmäßigen Stärke, so. Ja, also, dieses Detail beispielsweise mit seiner Familie ist, glaube ich, was vielen Gelegenheitsspielern vielleicht gar nicht so wirklich bewusst ist, dass das nicht einfach nur irgendwelche zwei Karpalken sind, die da rumhingen. Die Soul-Serie im Allgemeinen ist relativ düster, und damit meine ich nicht nur die Tatsache, dass viele Teile von Dark Souls heißen oder was die Beleuchtungsverhältnisse angeht, auch thematisch ist es meist eher so ein bisschen rangiert zwischen melancholisch und stark misanthropisch. Naja, in anderen Spielen hätte man dann vermutlich irgendwie jetzt eine große Quest losgelegt, um dann Frau und Tochter zu retten, damit die sich mit ihrem feigen Vater dann nochmal versöhnen können. Aber hier gibt es da nicht so die Option drauf. So, der Purple Flame Shield, ich packe ihn erstmal weg. Ich kann ihn aktuell eh noch nicht benutzen. Das Bastardschwert, ja, das lasse ich mal drin, weil da schiele ich ehrlich gesagt so ein bisschen herauf. Skimitar. Lassen wir mal auch noch drin. You have a heart of gold. Don't let them take it from you. Du hast dein Herz aus Gold. Lass nicht zu, dass sie es dir wegnehmen. Gut. Das sollte es an der Stelle dann erstmal gewesen sein. Zurück nach Boletaria Palace. Lord Roydell! Please, help me! Freue mich jetzt schon drauf. Zack, zack. Wir haben doch keine Zeit, mit euch hier zu spielen. Ich sagte, wir haben keine Zeit, mit euch zu spielen. Akzeptiere meinen Wunsch. Die dümmstmögliche Art und Weise, die Sache hier zu klären. YOLO! Normalerweise ist ein bisschen umsichtigeres Vorgehen angesagt, aber A, sind die Jungs hier noch nicht so krass, und zweitens wissen wir ja, was uns von wo erwartet. Deshalb können wir das hier mal ein bisschen abkürzen. Zeiteffizient nutzen. Ich überlege gerade noch mal, ob ich irgendwas vergessen habe erstmal. Aber mir kommt gerade nichts in den Sinn, also würde ich sagen, bereiten wir uns noch mal kurz vor. Und treten unserem ersten echten Gegner, Gegner gegenüber, Phalanx. Der schmeißt mit Dingen. Au. So, das ist halt das Unangenehme hier. Macht erstmal nicht unendlich viel Schaden, aber nervig ist es trotzdem. Was man allerdings bei diesen Viechern festhalten kann, ist, dass sie relativ empfindlich auf Feuer reagieren. Das machen wir uns direkt mal zunutze. Ja.
DPS over 9000. Au, au, au. Und noch ein. Ab dafür. Ziel ist es hier also erstmal, möglichst schnell die ganzen Klumpis hier. Er hat Blut für uns. Machen wir gleich. Die ganzen Klumpis hier. Warum sind das so viele? Wegzubekommen. Da diese quasi einen lebendigen Schutzschild für Phalanx, den wir da jetzt schon in Ansätzen tatsächlich sehen. Terpentin, damit andere zum Lachen in den Keller gehen müssen. Schnelles Gras geknuspert. Mit der Palme aus Plastik. Ich weiß nicht, warum ich von diesem Song so einen elenden Ohrwurm habe. Ich finde den an sich nicht mal geil. Mehr aus Benzin. Und sein Dabber macht nicht. So, Operation Aufräumen zeigt erste Früchte. Es werden schon weniger Schelme hier. Der ist ja fast nackt! Noch ein Goodie. Sehr schön. So. Sauber. So, jetzt stehen wir also unserem Warnfeind gegenüber. Der jetzt zu diesem Zeitpunkt nichts mehr machen kann, außer ängstlich vor mir wegzukriechen. Was ich ihn theoretisch schön mit der Faust verprügeln kann, weil er mich gerade genervt hat. Machen wir genau das. Das ist ein bisschen wie bei Counter-Strike zu bessern. Kopfnuss. Pam. Pam. Ja, jetzt bist du nicht mehr so stark wie jetzt, wo deine Kumpel nicht mehr dabei sind, oder deine Clique. Weißt du was? Ich fange erstmal an, die Leichen deiner Freunde zu looten. So sieht's nämlich aus. Kannst ja derweil was überlegen. Ah, da ist noch ein Typ. Wo kommst du denn her, du Lump? Al-Idis Hart, Al-Idis Schild drin. Sharpstone. Sharpstone. Ja, diese fiesen Phalanx-Blobs hier. Ach, warten. Ist gerade Mut gesammelt oder was? Gut, soll uns lang. Ich übertreibe hier. Also man sieht, er kann dann zu diesem Zeitpunkt nichts mehr machen. Es ist wohl tatsächlich auch so, dass solange noch quasi Minions von ihm da sind, noch kleine Phalanx-Blobs am Start, dass er dann nach ungefähr 2 Minuten wieder neue spawnen kann, aber wenn er einmal alle Beschützer verloren hat, dann kann er halt nichts mehr machen und sich nur noch sehr erbärmlich davon schleichen. Das ist so ein Bild, womit die Soul-Serie auch sehr häufig arbeitet, dass es schon immer Bosse gibt, die erstmal bedrohlich wirken, aber dann gleichzeitig eigentlich im Kern auch ziemlich bemitleidenswert sind. Und diese armselige Performance hier von Phalanx, nachdem seine Beschützer-Crew weg war. Naja. Du wurdest wiederbelebt. Du hast deinen Körper zurückbekommen. Ja, wir sehen, wir leuchten jetzt nicht mehr. Und haben auch wieder unsere volle Hitpoint-Leiste. Super. 5000 Seelen im Ticker. Klasse. Let Demon's Souls, die bleierne
Dämonenseele. Die Seele des Dämons Phalanx strahlt starke Macht ab. Ansonsten steht da nicht mehr allzu viel. Das hat sich auch geändert dann in den späteren Teilen, dass man gerade aus den Hinterlassenschaften der Bosse nochmal viel über diese Bosse und über deren Funktion und Stellung in der Gesamtstory erfahren konnte. Hier eher nicht. Okay, bevor wir weitergehen, checken wir mal ganz kurz, was im Nexus abgeht. Satsuki. Oh, Cutscene. Willkommen zurück. Hey, die Maiden in Black. The Monumental erwartet dich weiter oben. Das ist dieser Monumental, von dem wir vorhin schon in der Itembeschreibung des Archstones gelesen hatten. Der Monumental, der den Elders dieser Archstones vermacht hat. Der Monumental wird hier den Nexus erklären. Nachdem sie im ersten Versuch wegen schlechten Timings ja so ein bisschen damit gescheitert ist. Alles gut. Machen wir eine ganz kurze Pause und dann geht's los. Dann werden wir uns mal mit dem Monumental auseinandersetzen. So. Also, der erste große Dämon liegt. Und mal gucken, wie unsere Freunde aus dem Nexus darauf reagieren. Still alive? Immer noch am Leben? Ich bin beeindruckt. This is something that might interest us. The Black Road Maiden of the Nexus looks after the flames. She's a morose type, with eyes occluded by wax. She can control souls like no other. Bring her the souls of men and demons, and she will embolden your flesh and blood with their power. But beware. Do not devolve into a foul beast. Ja, und was er uns jetzt verraten hat, ist, dass die Maid in Schwarz, die Maiden in Black, Kontrolle über die Seelen hat, wie niemand anderes, und dass sie in der Lage ist, mit den Seelen, die wir gesammelt haben, Geist und Körper von Haru zu stärken. Ich kann also die gesammelten, man könnte auch sagen, geraubten Seelen anderer dazu nutzen, mich selber stärker zu machen. Und er warnt allerdings davor, pass bitte dabei auf, dass du dich selbst zu einem schrecklichen Biest wirst, zu einem schrecklichen Monstrum. Weil, wie gesagt, das hat man im Tutorial ja auch schon mal gesagt, so im Kern muss man halt mal festhalten, dass die Dämonen auch nicht unbedingt anderes machen. Gut, die vergreifen sich halt an wehrlosen Menschen und ziehen denen ihre Seelen ab. Ich ziehe denjenigen die Seelen ab, die übrig geblieben sind, nachdem die Dämonen sie abgezogen haben. Und natürlich stehen auch Dämonen ganz besonders weit oben auf meinem Speiseplan, aber nichtsdestotrotz, ne? Da sind schon gewisse Parallelen zu sehen. Muss man einfach mal festhalten an der Stelle. Was ist los? Hast du den Mut verloren? Ist auch egal. Setz dich ruhig. Wir können für immer hier rumsitzen. So sind wir zumindest sicher. Ja, du hast es aber schon vollständig aufgegeben, ne? What's happened? Ja, danke fürs Angebot, aber nein. Baldwin, hast du mir was Schönes mit sein? Ganz der Businessman, wie immer. Keine Tasse, ne? Er sagt, naja, du hast ja keine großen Überlebenschancen hier, wenn du nicht bei mir einkaufst. Geld dir, der Sack. Hey, Thomas. Hallo again. I'm keeping a close watch. Ach, du bist einfach ein Solid Bro. Da bleibt's bei. Das Dimitar hauen wir jetzt doch mal raus. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Da wir die Lumpenkleider eh nicht tragen können, bringt die uns auch nicht allzu viel. Ach, siehst du, der Ring of Herculean Strength, den wir bekommen haben, auch den müssen wir uns ja nochmal angucken, erhöht die maximale Itemlast, also das, was wir im Rucksack tragen können. Ein Ring, den Lagerist Thomas einmal von der Straße aufgelesen hat. Erhöht die maximale Itemlast. Warum auch immer dermaßen wichtiger Ring einfach mal so in der Gegend rumliegt. Man weiß es nicht genau. Alles klar. Er ist im Gedanken immer noch bei der Maiden in Black. Das ist sehr nett von ihm. Machen wir. Liebe Maiden in Black,
The monumental awaits the above. The monumental will explain. Ja, sie bleibt erstmal dabei. Bevor es weitere Interaktionen gibt, soll ich mich doch mal an den Monumental richten. Werden wir auch gleich machen. Hey, du bist neu. Schönen guten Tag. Was kannst du uns sagen über die Gesamtsituation? Ich habe Sünde begangen. Ich habe Saint Aubin die Treue geschworen, aber konnte ihm nicht von Nutzen sein. Jetzt bin ich weggerannt und habe ihn im Stich gelassen. Na. Oh Lord, punish me. For I have not the strength to punish myself. Sehr ehrenrührig, aber erstens bin ich kein rachsüchtiger Gott und im Übrigen darfst du dich ruhig Haru nennen. Oh, Ehrenwerter, ich mag mir gar nicht vorstellen, in welchem Zustand du gerade bist. Ganz allein in der Schwärze, in tiefster Schwärze. Ob du weiterhin betest, selbst in deiner schrecklichen Lage. Offensichtlich ist Saint Urbain an einem Ort, wo kein Licht hinscheint und er hat ihn im Stich gelassen. Nase. Was ist mit dir? Weißt du, was mit Saint Urbain los ist? Ein Krieger aus weiter Ferne, ne? Wirst du im Kampf erfolgreich sein? Umbasa. Ah, das ist ja so die Umbasa-Fraktion, offensichtlich also die kirchliche Abteilung. Back in the time that I live below Bolotaria Castle, King Aland left on some strange business, then returned with horrible demons in tow. Soon, the land was ravaged by demons and soul-starved madmen. My spine shudders just to think about it. If I did not have my miracle stone shard, a keepsake of my grandfather, I may not have survived. Na okay, also sie hat offensichtlich mal irgendwie in einem Dörfern unterhalb von Bolotaria Castle gelebt und hat dann mitbekommen, wie König Alland einmal aufgebrochen ist und als er wieder zurückkam, hat er halt jede Menge Dämonen im Schlepptau und damit ging die ganze Misere dann los. Also so ein Hinweis, ja, scheinbar war die ganze Erweckung des alten Nummer nicht so ganz so zufällig. Da hat König Alland offensichtlich ziemlich Mist gebaut. Und sie erzählt dann noch, dass sie von ihrem Großvater einen heiligen Stein vererbt bekommen hat. Und sie macht diesen dafür verantwortlich, dass sie jetzt noch im Leben ist. Vielleicht hätte sie es gar nicht bis hierhin überlebt, wenn sie diesen Stein nicht gehabt hätte. If I did not have my miracle stone shard. Ja. Good for you. Ich könnte sie tatsächlich näher zu diesem Stein befragen. Dummerweise ist es so, dadurch, dass hier ja die Gläubigen-Fraktion ist und Haru einiges hat, aber keinen sonderlich hohen Glauben. Mein Faith ist gerade mal bei 8. Naja, sind sie zwar freundlich, aber so sehr vertrauen sie mir dann doch wieder nicht. Schauen wir mal, ob wir daran was geändert bekommen. Ha! Und jetzt haben wir hier auch einen Neuankömmling. Griti! Was willst du, du Grobian? Missgeburten wie du können mir, sind wir nicht von Nutzen. Also mach dich vom Acker. Oi, nett. Blöder Sack. Naja, können nicht alle so cool wie Lagerus Thomas sein. Na, was soll's. So, wir sollen mit dem Monumental sprechen. Schauen wir mal. Und da ist jetzt hier auch die Tür offen. Das ist gut. Können wir also heute nach oben steigen? Hier müssten wir eigentlich raus, aber ich gucke nochmal nach ganz oben. Wow. Grelles Licht. Sehr grelles Licht. Aua. Ja, das ist ein Bereich, den werden wir leider nicht mehr zu sehen bekommen, wenn man online gespielt hat. Ging es hier noch einmal durch und man kam in so eine Art Ruhmeshalle, wo die krassesten Demon's Souls-Spieler mit kleinen Statuen verewigt waren, inklusive aller Achievements, die sie so gehabt hatten. War zu dem Zeitpunkt, als ich in Demon's Souls eingestiegen bin, schon nicht mehr so spannend, weil selbst diese Leute, die da oben waren, hatten halt 9.999.000 Seelen gesammelt, 50 Milliarden Mal das Spiel durchgespielt, so wie man das dann halt nach irgendwie 4 oder 5 Jahren dann mal hat. Und es gab auch nur, ich glaube, irgendwie 20 Plätze für die Ruhmeshalle. Blöd ist, da oben gab es halt noch ein Item, an das wir jetzt nicht mehr rankommen. So, was haben wir denn hier? Können wir mal mein Hubble-Teleskop ausrollen? Sind es Statuen? Vermutlich eher nicht. Sehen allesamt ziemlich tot aus. Hm. Und hier sind Kerzen.
allesamt aus. Das bezeichnet sich auch hier weiter. Ein einziger Friedhof hier. Hier gibt es allerdings ein Item. Stone of Ephemeral Eyes. Was der kann. Belebt den Körper des Benutzers wieder, wenn er in Seelenform ist. Ein Augenstein, der bereits über die Hälfte vergangen, verfault, kaputt gegangen ist, belebt den Körper des Nutzers wieder. Kann nur genutzt werden, wenn man selbst in Seelenform ist, und sobald er einmal benutzt wurde, dann zerbröckelt er und ist ein für alle Mal verloren. Damit können wir uns also einen Körper zurückholen, wenn wir nicht gerade irgendeinen Boss zum Klatschen haben. Das ist hier so ein bisschen eine Sackgasse für viele Spieler, weil es geht tatsächlich jetzt erstmal nicht weiter, solange wir nicht mit dem Monumental gesprochen haben. Und wer aufmerksam ist, der wird feststellen, es gibt eine Kerze, die noch leuchtet. Und einen Kopf, der uns auch noch folgt. Und genau mit dem müssen wir reden. Da kann man, wenn man aber einfach nur durchspiked, kann man den gerne mal übersehen und dann hier locker flockig mal eine halbe Stunde durch den Nexus rennen, ohne wirklich zu wissen, was los ist. Okay, sprechen wir mal mit dem Monumental. Wir haben dich schon lange auf dich gewartet, Dämonenschlechter. Ich bin einer der Monumentals. Wir wachen über das Gefüge der Realität. Wir hatten auch einmal der Dämonengeißel gegenüber gestanden. In the distant past, under a benevolent rule, the world was united owing to the soul arts. Until a lust for power caused the awakening of the Old One. Across the land seeped a colorless deep fog, and the world faced extinction at the hands of the demons. Thanks be, we were able to lull the Old One back to his slumber. Yet only after the loss of innumerable souls and half the world lost, erased by the fog. In order to mend the fabric of what land still remained, we entrusted six elders with six precious archstones. One to the king of a small yet diligent land. One to the king of the burrowers underground. One to the wise queen of the great ivory tower. One to the chieftain of lost and ill-fortuned souls. One to the shaman of the tempest-worshipping shadow men. And the last to the great giants of the northern lands. The archstones were placed at nodes across the earth. We contained the Old One inside this nexus and banned the soul arts. Finally, we became monumentals, half-living sentinels of the fabric of reality. Alas, the other monumentals have perished, and only I remain. Durch die Macht der Monumentals wurden die Siegel über den vier Archstones gelöst. Now it is your turn. You must lull the Old One back to its slumber and seal it away for all eternity. If not, the deep fog will absorb all that we know. Have you the strength to accept this mission? Also, fassen wir mal kurz zusammen, bevor wir hier eine Entscheidung treffen, damit wir diese Entscheidung auch informiert treffen können.
Was uns der Monumental erzählt hat, ist Folgendes. Tatsächlich war es schon einmal so, dass diese Soul Arts, die Kunst des Umgangs und der Modifikation, Manipulation der Seelen, der Welt großen Reichtum gebracht hat. Und dummerweise wurde auch schon damals irgendwann der Alte erweckt und hat quasi einmal das komplette Programm abgezogen mit diesem farblosen Nebel, der über das Land gezogen ist und alles zu zerstören drohte. Die Monumentals und die Bewohner der Welt haben es halt geschafft, den Old One wieder zurück in den Schlaf zu lullen. Aber das Ganze nur auf Kosten unzähliger verlorener Seelen. Und ein Großteil des Landes, des Planeten, des Kontinents, was auch immer, wurden dabei ebenfalls komplett ausgelöscht und zerstört. Weshalb die Monumentals dann versucht haben, das, was von dem Land noch übrig geblieben ist, über die sogenannten Archstones zu verbinden und zusammenzuhalten. Die Kontrolle über diese Archstones haben sie dann letztendlich 6 weisen Anführern der Bewohner dieser Welt gegeben. Einmal dem König eines kleinen, aber sehr tüchtigen Landes, Boletaria, logischerweise. Der Königin des Elfenbeintums, dem König der Zwerge, nennen wir es wie es ist, das sind Zwerge, das sind die of the Borrowers. Man hat ein Bild gesehen, das war sehr zwergenlastig. Das waren dann 3. Dann wurde weiterhin dem Häuptling eines Stammes von geknechteten und glücklosen Seelen einer dieser Archstones übermittelt. Dann dem Anführer, dem obersten Schamanen eines Stammes, die den Sturm angebetet haben. Und der 6. Archstone wurde den Riesen der nördlichen Länder, also noch nördlicher als Boletaria, übergeben. So, das hat auch nur eine Zeit lang funktioniert und nach, wie wir jetzt sehen, hat sich die Geschichte wiederholt. Der Old One ist zurückgekehrt und jetzt liegt es an uns, dem ganzen Einhalt zu gebieten. Und der Monumental fragt uns, ob wir uns dieser Mission gewachsen sehen. Bleibt ja nicht viel. Gefahrenabschätzung besagt, naja gut, wenn wir uns jetzt zurückziehen. Ist nicht klar, ob es einen anderen Deppen gibt, der das schaffen wird, und bringt dir am Ende des Tages auch nichts, wenn du dann noch ein paar Tage auf der Welt verbringst, die dann aber nach und nach dann kaputt gehen wird. Deshalb nehmen wir mal diese Mission einfach an. Yes, we are fortunate indeed to have you. Now, go forth and destroy every last demon. The old one, without demons to feed its souls, will a new servant seek and lure you to its bosom. Was er jetzt gemacht hat, ist unsere Mission etwas spezifizieren. Und zwar, wie in drei Teufels Namen sollen wir denn den Alten in den Schlaf lullen? Und er sagt, okay, der einfachste Weg dazu ist, jeden einzelnen Dämon zu erschlagen. Denn diese Dämonen sind die Diener des Old One. Und wenn er keine Diener mehr hat, dann wird er sich das nächstbeste mächtige Wesen heranrufen, damit dieses dann den Platz der anderen Dämonen einnehmen kann als sein Diener. So, und dementsprechend sollen wir also jeden einzelnen Dämon umhauen, damit wir selber dann zum auserwählten neuen quasi Dämon für den Old One werden können. Und dadurch kriegen wir dann Zugriff auf ihn, können an ihn ran und können ihn dann wieder in den Schlaf holen. Das ist so ein bisschen der Plan jetzt. We neutralize the Old One and band the Soul Arts. Then we spread the Archstones. And in order to mend reality, Monumentals we became. However, man's memory of history is o'ershort. And before long, he repeated his mistakes. The Monumentals perished, and the Archstones were long forgotten. And the short-sighted King Alant once again aroused the Old One. So, jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Also was uns der Monumental ja noch mitgeteilt hat, war, dass die Monumentals, also die, die jetzt hier zu Tausenden tot sitzen, dass die nicht ursprünglich mal Monumentals waren, sondern das müssen irgendwie die Helden oder die Wesen gewesen sein, die maßgeblich bei dem letzten Erwachen des Old Ones dafür gesorgt haben, dass die Gefahr nochmal abgewendet werden konnte. Sagte auch, sie wurden dann zu Monumentals, die über sozusagen das Gefüge der Realität wachen. Seitdem muss verflucht viel Zeit vergangen sein, denn er oder sie, wahrscheinlich geschlechtslos, bezeichnet sich selbst auch als Half-Living Sentinels, nur halblebendige Wächter. Und er ist der Einzige, er oder sie ist der Einzige, der noch übrig ist davon. Sie hatten, nachdem der Old One wieder zurück in den Schlaf gelullt wurde, haben sie die Soul Arts zwischenzeitlich auch wieder verbannt. Und jetzt haben wir tatsächlich die Bestätigung bekommen von ihm, also König Alant hat in seiner Kurzsichtigkeit den Old One wieder erweckt. Ob einfach nur dadurch, dass er die Soul Arts wieder ganz groß rausgebracht hat, das wissen wir jetzt an der Stelle noch nicht. Also müssen wir effektiv so oder so hinter dem kurzsichtigen König Alant aufräumen, seinen Mist hier wieder wegräumen. Aber irgendeiner muss ja machen. Ist doch schon mal schön, ein halbwegs klares Ziel zu haben. Ostrava ist nicht mehr hin. Er ist vermutlich wieder auf Reisen gegangen.
Was sagst du dazu? Krasse Queste hier. Hast du den letzten Überlebenden Monumental getroffen? Diese Idioten haben den Old One wiederbelebt. Und jetzt haben sie uns hier eingesperrt im Nexus. Im verzweifelten Versuch, ihren Fehler wieder gut zu machen. Das ist eine einzige Farce, wenn du mich fragst. Das ist ein interessantes Bit. Also das hörte sich ja bei Monumental so ein bisschen anders an. Das gesamte Spiel war ja bisher ganz offen darüber, dass wir primär jetzt nicht der eine auserwählte Held sind, sondern dass wir ebenso wie viele andere einfach hier eingesperrt wurden, wie der Crestfallen Bro jetzt hier behauptet, tatsächlich sogar bewusst von den Monumentals eingesperrt und deutet tatsächlich auch an, dass die Monumentals nicht ganz unschuldig daran waren, dass der Old One wiederbelebt wurde. Ein spannendes kleines Bild. Gut, war zu erwarten, dass wenn dem tatsächlich so wäre, der Monumental uns das nicht direkt aufs Auge drückt, aber, ne? What's happened? No matter. Man kann an der Stelle unter diesem Wissen schon irgendwie ein bisschen verstehen, dass unser Crestfallen Bro hier so ein bisschen, ja, sich dem Zynismus hingibt und sich eigentlich fragt, was denn dieser ganze Quatsch soll. Hm? Naja. Maiden in Black. Was hast du? Mutige Seele, die nicht den Tod fürchtet. Bitte lulle den Old One wieder zurück in den Schlaf. Zwei Gegenstände bekommen. Augensteine. Eyestones verbinden die vermischten Welten kurzfristig oder für einen kurzen Zeitraum. Solltest du deine physische Form verlieren, erinnere dich an die Augensteine. Die Might hat die Kontrolle über unmenschliche Seelen. Diese Macht erlaubt es ihr, denjenigen zu helfen, die Dämonen schlachten. Ganz kurz in die Augensteine hier reingucken. Das war einmal der Blue Eye Stone und der White Eye Stone. Blue Eye Stone. Ein Seelenzeichen, das man setzt, um anderen Kriegern in anderen Welten zu helfen. Der Beweis dafür, dass du von dem Monumental als ein Dämonenschlechter akzeptiert worden bist. Wenn du stirbst und in Seelenform übergehst, kannst du das benutzen, um ein Seelenzeichen zu senden. Dieses Item kann also dementsprechend nur in Soulform genutzt werden. Ein Seelenzeichen wird in andere Welten gesandt und du wirst von dort, von diesen anderen Welten, als Phantom herbeigerufen. Wenn du es schaffst, dem herbeirufenden Krieger dabei zu helfen, einen Dämon zu besiegen, dann erhältst du deinen Körper zurück. Das ist quasi, neben der Tatsache, dass man natürlich Koop-PvP machen kann, auch eine Möglichkeit, wenn man keine Ephemer-Augensteine mehr hat und man möchte aber wirklich, wirklich, wirklich eine physische Gestalt zurückbekommen, um die vollen Leben abziehen zu können, dann ist das also ganz sinnvoll. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Geht jetzt nicht mehr. Wie gesagt, Multiplayer ist kaputt. White Eye Stone, der weiße Schatten aller Augensteine, kontrolliert die Beschwörung von Phantomen. Nutze den weißen Augenstein, um beschworene Phantome in ihre ursprüngliche Welt zurückzusenden. Phantome, die man auf diese Art und Weise verbannt hat, werden nicht wiederbelebt. Du kannst außerdem in deine eigene Welt zurückkehren, wenn du als Phantom beschworen worden bist, auch wenn du dadurch ebenfalls nicht wiederbelebt wirst. Also Multiplayer-Items. Was ist? Suchst du nach der Macht der Seelen? Klaro. So sei es. Immerhin benötigst du Stärke. Nur zu, berühre den Dämon in mir. Lass diese herrenlosen Seelen dein Eigen werden. Jetzt haben wir also erstmal nicht die Gelegenheit aufzuleveln. Oben links sehen wir Souls Required, wie viel wir für ein Level abbrauchen. Jeder Punkt, den wir aufleveln, wird dann zunehmend teurer und zwar nicht pro Kategorie, sondern es hängt von unserem Seelenlevel ab. Das heißt, der allererste Attributpunkt, den wir aufleveln, der ist noch vergleichsweise günstig mit 758, egal wohin wir ihn packen. Und der zweite Punkt, egal in welche Kategorie wir die packen, wird das ebenfalls teurer. So, ganz kurz 2 Sekunden mal über den Bild reden, haben wir bisher noch nicht getan. Da ist sicher hier bei diesem Let's Play, wenn man wenn wir am Anfang immer noch relativ viel Mechanik machen müssen. Aber geht es ja vor allen Dingen um die Lore-Geschichten, um die Story-Geschichten. Und da dementsprechend gleich vorweg gesagt, ich werde das machen, was ich bei den meisten Souls-Spielen immer mache, nämlich über kurz oder lang gravitiere ich immer dazu, möglichst viele Seelen zu sammeln, das heißt also auch Items, die mir mehr Seelen einbringen, zu benutzen. Ich habe also keinerlei Schmerzen damit, da ich auch nicht vorhabe, irgendeinen PvP-Blödsinn zu machen oder sonst was, zu sagen, ich bin jetzt für irgendwas overleveled. Ja, ich nehme alle Level, die ich kriegen kann und das ist
ist insofern auch sinnvoll, weil ich über kurz oder lang immer dazu gravitiere, das zu machen, was man in Dark Souls dann den True Artorias Build nennen würde. Hier wohl vermutlich einen erweiterten Quality Build. Das bedeutet, ich versuche sämtlichste Attribute mit Ausnahme von Luck, weil das tatsächlich eher so gemindert wichtig ist, wenn man nicht was ganz Genaues im Sinn hat. Ich versuche alle Attribute so hoch zu bekommen, dass ich da guten Nutzen rausziehen kann, und ich werde mich auch nicht festlegen und sagen, ja, ich mache nur Stärke oder ich mache nur Beweglichkeit. Und das hat einfach den Hintergrund, dass ich es persönlich sehr mag, um sehr, sehr ausgeglichenen Bild zu haben, weil es einem die Möglichkeit gibt, auch mal bestimmte Sachen, mit denen man vielleicht auch gar nicht plant, die längerfristig zu benutzen, aber die mal auszuprobieren, bestimmte Waffen, bestimmte Zauber etc. pp. Und es ist so, wenn man sich vorstellt, man hat die ganze Zeit halt voll die Seelenfarm-Maschinerie am Laufen. Es gibt halt für die einzelnen Attribute auch sogenannte Softcaps, ja, also einfach Zeitpunkte, wo pro investiertem Punkt darin das, was ich dafür rausbekomme, nicht mehr ganz so groß ist wie vorher. Also es lohnt sich dann zunehmend weniger, da Punkte rein zu investieren, weshalb man dort durchaus mal ein bisschen breiter streuen kann. So viel also erstmal dazu. Was leveln wir jetzt? Gucken wir mal ganz schnell. Würden wir Vitality leveln, würde sich dadurch unsere Hitpoints erhöhen, unsere Itemlast, also das, was wir im Rucksack tragen können, und unsere Physical Defense. Physical Defense geht bei allem nach oben. Intelligence gibt uns ein paar mehr MP und erhöht in regelmäßigen Abständen auch unser Spell Memory, also die Zahl von Sprüchen, die wir uns gleichzeitig einprägen können, um sie dann auch im Felde zu nutzen. Endurance erhöht unser Stamina, auch die Stamina-Regeneration, erhöht unser Equip Burden. Wir können also mehr Ausrüstung direkt tragen und schwerere Ausrüstung tragen, ohne dass wir die Fat Roll bekommen. Physical Defense, zusätzlich Fire Defense, wir kriegen ein bisschen erhöhten Feuerwiderstand, und Blutungs- und Giftresistenz. Das ist schon mal nicht schlecht. Stärke gibt einfach nur die Attack Power dazu und Physical Defense. Dexterity, genau dasselbe, Attack Power Plus. Zusätzlich mit einer erhöhten Beweglichkeit erhöht sich unser Skill in Safer Landing. Das heißt also, dass wir weniger Fallschaden bekommen. Am Anfang sehen wir noch, wenn wir jetzt ein Level hochgehen würden, dann würde sich da genau gar nichts verändern, von 0 zu 0. Aber wenn man Dexterity ein Stückchen höher hat, dann beginnt irgendwann der Punkt, dass man auch mal ein bisschen weiter runterhüpfen kann und dafür weniger Schaden kassiert. Magie erhöht unsere Magie-Power. Das heißt also, wir kriegen zwar keinen Mana dazu, aber Zauber machen mehr Wumms. Selbes gilt für die Miracle Power, bloß dass bei den Wundern ist die Zahl von Wundern, die wir uns gleichzeitig merken können, direkt in Faith mit drin. Das hat also an sich den Vorteil, wenn man nicht allzu Mana-intensiv ist, kann man aus Faith als Wunderwirker mehr rausholen als Zauberer. Da muss man nämlich Intelligence und Magic gleichzeitig nach oben pushen. Und was macht Luck? Erhöht halt die Drop Rate, also wie gesagt die Chance, dass ein bestimmter Gegner einen Gegenstand fallen lässt. Und zusätzlich noch unsere Plague Resistance, also die Pestresistenz, wenn man es möchte. Wie machen wir es jetzt? Ich werde am Anfang erstmal sehr massiv in Stärke investieren. Warum? Ich habe großen Bock. Ja, jetzt sehen wir es. 829 kostet es jetzt. Jetzt schon 847. Ich habe große Lust, das Bastardschwert zu benutzen. Yes! Ha! Punktlandung, sauber. Jetzt haben wir Stärke 18, das ist schon sehr ordentlich. Und haben so die Gelegenheit. Bist du fertig? Möge deine Stärke helfen, die Welt wieder heil zu machen, ganz zu machen. Wir haben jetzt genug Stärke, um ihn hier auszupacken. Und zwar sogar einhändig. Gucken wir uns jetzt mal fix an. Schön weiter Schlag. Zieht halt natürlich ordentlich Stamina, das Ding. Ne? Überkopfschlag haben wir auch bei. Beidhändig. Schönen weiten Kreis. Können wir also mehrere Gegner gleichzeitig mit erlegen und auch hier einen Überkopfschlag. Ich mag das Moveset von Bastard Sword tatsächlich sehr und freue mich, dass wir das dann jetzt gleich mal ausführen können. So, wir beiden waren aber noch nicht fertig miteinander. Thou seekest soul power, dost thou not? Then touch the demon inside me. As for me, soweit es mich angeht, bin ich nur hier, um mich um die Flammen zu kümmern. Ich sorge dafür, dass die Kerzen brennen und diene den tapferen Dämonenschlechtern, die hier gefangen sind. Ja, das ist wohl. Oh, Maiden in Black, Best Waifu. Sie ist hier für mich und für mich ganz allein. Überlegen, fehlt uns noch was. Wir haben mit dem Monumental gesprochen. Wir haben uns mit den Neuankömmlingen unterhalten. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt vielleicht nochmal in eine andere Richtung regen. Also, du bist immer noch ein Lauch. Es bleibt dabei. What's happened? Oh,
Ja, bleib mal sitzen, damit du dir nicht wehtust. So, wir haben einen neuen Archstone freigeschaltet. Das heißt, es ist wieder Description Time. Nach dem Boletarian Palace Archstone haben wir jetzt auch den Phalanx Archstone. Archstone des Dämons Phalanx. Hinter den riesigen Toren von Boletaria Castle liegt der sogenannte Klippenpfad, welcher jetzt ein Jagdgrund für Drachen ist und der in den inneren Bereich des Schlosses führt, wo die Ritter liegen. Das ist sehr ausladend hier, diese ganze Boletaria Castle Geschichte. Na dann, auf ins Abenteuer. Gucken wir uns mal diesen Klippenpfad an, von dem in der Archstone Description die Rede war. Hey, mehr Phalanx. Super. Au. Kleiner technischer Nachteil vom Bastard Sword. Man bleibt gut in der Umgebung hängen. Wenn man nicht aufpasst. Large Sharpstone Shard. Ein Rare Drop. Dafür können wir die fiesen Viecher aber auch einen Schlag über die Wupper schicken. Zack. Läuft. Das war nicht gewollt. Ja, das ist einer der Probleme. Die Schläge macht man bei den Demon's Souls mit den Schulterbuttons. Die beim PS3-Pad gerne mal, wenn man so ein bisschen rüberrutscht, wenn man ein bisschen hängen bleibt. Auch ein Klassiker ist im Nexus, wenn man gerade irgendwie mal eine kleine Pause macht, wieder zurückkehrt und man hatte das Pad beispielsweise auf dem Sofa oder auf dem Tisch neben einem liegen und dann hebt es falsch auf, dass dann die Schulterbuttons direkt getriggert werden und man beispielsweise Baldwin, wenn man gerade vor dem steht, direkt erstmal eine Schelle ins Gesicht haut. Zum Glück ist es allerdings so, dass die meisten Charaktere nicht sofort in den Agro-Modus übergehen, selbst wenn man ihnen mal ein bisschen Eisen ins Gesicht klatscht. Haben wir bis auf die Large Stones nichts Besonderes. Das ist halt so die nächste Erzqualitätsstufe. Die ersten Level bei regulären Waffen, die kann man halt mit den kleinen Shards klar machen. Irgendwann muss man dann aber zusätzlich noch die Large Shards und dann sogar noch bessere Erze damit zu Rate ziehen. Ja, was haben wir da? Hallo. Hey, du da! Hier drüben. Ich bin's, Ostrava. Schau mich nur an. Schon wieder von bösen Kriegern umzingelt. Könntest du mir vielleicht ein letztes Mal noch helfen? Clear out the soldiers at the far end of this passage, if it pleases you. The Lord's Path, just down yonder, has degenerated into a feeding ground for flying dragons. Have your wits about you. Der Lord's Path weiter vorne ist zu einem Jagdgrund für Drachen verkommen. Sei bloß vorsichtig. Okay, ich probier's. Ach, Ostrava. Seele eines unbekannten Helden. Dann schauen wir uns mal an, diesen Lord's Path. Yummy. Schuld waren Bibi und Tina, denn das sind Amadeus und Sabrina. Hey, guck mal, Grisou ist wieder am Start. Ich bin so gierig und ich werde es bereuen. Crescent Bloomgrass, super, nehmen wir mit. Miau.
jetzt einfach nur Gas geben. Und es könnte sogar sein, dass ich jetzt gleich einen richtigen Fehler gemacht habe. Puh, nee, zum Glück nicht. Wuhu! Okay. Crash und Boomgas. Der taktische Fehler, den ich vorhin begangen habe, durch eine Unterlassung im Nexus, komme ich gleich nochmal dazu. Nee, das ist mir im Wortsinn zu heiß. Crash und Boomgas. Gucken, ob ich ihn check hier mal motiviert kriege. Ja, sieht gut aus. Beeilen, 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 beeilen. Winged Spear. Dumm, 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 dumm. Boah, das war so unglaublich knapp. Jetzt nichts wie weg, nichts wie weg. Ich spiele aber wirklich mit dem Feuer. Ja, es gibt etwas, was ich noch dringend tun muss. Um hier mal so ein bisschen das Dynamit rauszunehmen. So, erstmal auf ganz Nummer sicher gehen. Mephistopheles. Haben wir bisher, glaube ich, noch nicht. Und zwar haben wir jetzt unsere schöne Körperform zurückbekommen. Damit haben wir wieder voll Leben. Das ist gut. Wir hatten ja schon mal kurz gesprochen über diese World Tendencies und ich hatte gesagt, es gibt halt Möglichkeiten, wie die sich eher Richtung weiße Tendenz oder schwarze Tendenz verändern kann. Wenn wir Bosse in einem Areal legen, dann erhöht sich die Tendenz ein Stückchen mehr Richtung weiß. Das sehen wir jetzt an Boletaria Palace. Da ist jetzt auf dem Archstone so ein kleines weißes Licht. Ist noch nicht extrem weiß, aber wir haben da so schon einen kleinen Schritt in Richtung Pure White Tendency gemacht. Und damit das so bleibt, sehe ich mich gezwungen. Ah! Ach, wie ungeschickt. Das bedarf vermutlich einer kleinen Erklärung. Und zwar ist es halt so, dass die beste Möglichkeit, die jeweilige Tendenz eines Levels nach Schwarz zu bekommen, diejenige ist, in körperlicher Gestalt zu sterben, während man in dem Level ist. Also wenn man mit vollem Leben und körperlicher Gestalt irgendwo stirbt, dann verringert sich die Welttendenz automatisch nach unten. Das sagt einem das Spiel so konkret an keiner Stelle. Einerseits führt es halt dann dazu, dass beim nächsten Mal, wenn wir dann eh schon nur mit halbem Health durch die Gegend rennen, die Gegner noch ein Stückchen stärker werden. Und wenn man dann quasi beispielsweise so ein Ephemer-Augenstein knuspelt oder auf andere Arten und Weisen sich ständig wieder eine körperliche Gestalt holt, damit man schön viele Leben hat und man stirbt dann immer wieder, dann ist man ganz schnell bei Pure Black Tendency, wo einen dann selbst die kleinen Biester gern mal One oder Two hitten können. Und parallel ist dazu ist es jetzt aber so, dass in allen Levels es bestimmte Ereignisse gibt, bestimmte Gegenstände nur verfügbar werden oder aufgenommen werden können oder bestimmte Pfade nur frei werden, wenn wir eine bestimmte Tendenz haben. Also entweder eine Pure Black Tendency oder eine Pure White Tendency. Und damit wir wirklich alles mitbekommen, muss ich jetzt also quasi mit so ein bisschen planen, wie wir welche Tendency in welcher Welt haben. Das Problem besteht nämlich auch darin, dass es ohne den Multiplayer-Part de facto nur eine Möglichkeit gibt, eine Pure White Tendency herzustellen und das ist, indem wir Bosse legen. Die kommen aber halt nicht wieder. Das bedeutet, wenn ich beispielsweise einen Boss lege und mir von meinem neutralen Status schon ein bisschen ein Stück Weg Richtung Pure White Tendency erarbeitet habe und ich sterbe gleich im nächsten Moment mit meiner Körperform, die ich ja bekommen habe, weil ich gerade einen Boss gelegt habe, dann kann es sehr schnell passieren, dass ich einfach in diesem Spieldurchgang keinerlei Chance mehr habe, die Pure White Tendency Events zu sehen. Das wollen wir eher vermeiden. Deshalb habe ich meine körperliche Hülle durch aktive Selbstentleibung hier im Nexus abgestriffen. Dann kann ich nämlich ganz friedlich sterben, wie ich möchte, ohne dass ich mir da meine Tendency versaue. Und es ist wohl tatsächlich so, dass auch der Nexus eine World Tendency hat, aber es gibt halt keinerlei Events, also es hat keinerlei Auswirkungen. Da wir da normalerweise regulär auch nicht drin fighten, ist es also wurscht, wenn ich eine Pure Black Tendency im Nexus habe. Das interessiert niemanden. Deshalb war ich bloß gerade so panisch, als mir auffiel, dass ich
auf den Burgmauern im Angesicht des Drachen gierig geworden bin. Whoopi. Zip. Und immer noch in Körpergestalt durch die Gegend gerannt bin, weil wenn der mich gegrillt hätte, wäre es noch nicht das Ende der Fahnenstange gewesen. Es gibt nämlich tatsächlich die Möglichkeit, wenn man die Welt einmal in Pure Black Tendency hat, kann man verschiedene Dinge tun, die einem ganz, ganz dollen Boost Richtung White Tendency geben. Sagen, die Tür ist erst dann zugeschlagen, wenn der letzte Boss eines Levels gelegt ist. Nichtsdestotrotz wollen wir es nicht darauf ankommen lassen. Ich werde versuchen, nach Möglichkeit in allen Levels das so zu gestalten, dass ich als erstes die Pure White Tendency erreiche und von da aus, weil dann ist es sehr, sehr leicht, Pure Black Tendency zu bekommen, einfach indem man sich ein paar Mal menschlich macht, irgendwo runterrollt innerhalb des Levels, dann ist man sehr schnell wieder bei Pure Black und dann geht das auch wieder. Das ist so der Weg, den ich dann hier wählen möchte. Früher war es wesentlich einfacher, weil diese World Tendencies, wenn man online gespielt hat, wurde der Median aller World Tendency über alle Spieler, die gerade im Server-Cluster rumhocken, gezogen. Was praktisch dazu geführt hat, dass wenn man online war, man quasi in jedem einzelnen Level schon irgendwie so White plus 2 oder sogar plus 3 gehabt hat. Und dann ein Boss und schon war man mal Pure White. Das war dann also wesentlich einfacher, schnell die Sache mit dem Pure White abzuklären. Geht jetzt nicht mehr, müssen wir es also auf dem regulären Wege tun und das beinhaltet dann halt auch kleine Suizidmanöver im Nexus. So. Jetzt gucken wir mal hier oben, wenn dann Mammel tut. Ah, das ist genau das, was ich vorhin meinte zu den Speeren. Der nutzt das halt sehr ausgiebig. Er versteckt sich hinter seinem Schild und sticht dabei noch zu. Der Blödsack. Oh, sogar schon Halbmondgras hat er für uns. Sehr gut. Je höher wir vom Level kommen und je mehr Health wir dann dementsprechend noch haben, desto sinnvoller werden dann auch die größeren Heilkräuter. Was hast du für mich? Wooden Catalyst. Holzzauberstab. Unknown Hero Soul. Das ist eine Waffe. Holzkatalyst. Das grundlegendste Werkzeug, um Sprüche zu nutzen. Hier gibt es tatsächlich nicht viel Lore, sondern einfach nur eine To-Do-Beschreibung. Was muss man machen, damit man einen Spell nutzen kann? Man muss den Spell gelernt haben, man muss ihn sich eingeprägt haben, man muss einen Katalyst am Start haben und ausreichend MP-Magiepunkte, um den Spruch dann auch sprechen zu können. Grisou randaliert der Mann fröhlich weiter. Lassen wir ihn mal. Und gehen mal in den Untergrund. So, wieder, wer sich die Mental Map gemerkt hat, ne? Wir kamen ja, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir beamen uns einmal nach oben, dann ist das die Richtung, in die wir laufen wollen. Das ist die Richtung, aus der wir kamen und dementsprechend führt uns dieser Weg hier zu Ostrava. Wer jetzt genau hinhört, der hört auch schon den Grund, warum ich nicht direkt schnell zu Ostrava laufe, denn wir haben ja so einen Hundeknurren. Und wiederum ist es so, wenn wir Ostrava aus seiner misslichen Lage befreien, dann beginnt er sofort, sorglos wie eine Biene umherzuschwirren. Und, ja. Hast du mich erwischt, zugestanden. Weil die Firebombs hier rausknallen, die nerven uns, Terpentin auch. Und würde dann über kurz oder lang hier lang laufen und auf die Hunde treffen. Und das ist eher ungut. Der einzige Grund, warum jetzt nicht, ich noch nicht das komplette Rudel am Hacken habe, ist der Thiefsring, den ich immer noch trage. Das ist das erste Mal, dass sich dieses Ding wirklich absolut auszahlt. Ah, nerv nicht. Man hat es gesehen, die sind schon alleine relativ nervig, weil sie sehr schnell und unvermittelt angreifen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, ich würde hier von 4 oder 5 flankiert werden, da ist dann sehr schnell Ende im Gelände. Das war beim ersten Mal Souls spielen. Beim ersten Spieldurchgang mit Tharion bin ich an den Biestern so häufig gestorben wie an keinem anderen Gegner im gesamten Spiel. Das, Ja, nun komm. Ah, sehr gut.
Und auch so ein Problem ist, ne, wenn sie einem Stück für Stückchen das Leben abknapsen, man hat nie die ausreichende Ruhe, sich mal hinzustellen und zu sagen, okay, ich lege mir jetzt erstmal ein bisschen Ganja auf den Gaumen. Denn während man das macht, können sie einen gleich wieder anspringen. Und was man nicht haben möchte, ist, dass die Viecher einen anknabbern, während man gerade das Schild unten hat. Dies gilt es zu vermeiden. Ja, Ambrosschütze, toll. Na, das hat sich für dich gelohnt, was? Ey! Jean-Baptiste, der einzige Nicht-Penner. Ah, wir treffen uns wieder. Super. Hoffentlich findest du was, was dir gefällt. Schauen wir mal, was hast du im Angebot heute für mich? Ah, jetzt hat er Terpentin mit am Start. Feuerbombe. Okay, mal alles schon. Langschwert, Knüppel hat er auch wieder dabei. Ein Shortspear. Und White Crossbow. Oh, guck mal hier. Oh, da hat er aber ordentlich nachgelegt. Pass auf. Da müssen wir bei Holzschild. Ein kleines Holzschild. Das ist leichter als ein Metallschild, aber da es eine niedrige Schadensabsorption besitzt und niedrige Haltbarkeit, zerbricht es sehr, sehr einfach. Es ist halt leicht, aber nicht so effizient. Soldier Shield, ein kleines Holzschild, das von Soldaten benutzt wird. Da bestimmte strategische Punkte des Schildes mit Metall verstärkt sind, ist seine Haltbarkeit höher als das eines normalen Holzschildes. Gucken wir mal, ob das tatsächlich stimmt. Hier haben wir die Durability von 190, hier 110. Jo. Ist aber dafür auch ein bisschen schwerer. Aber der Holzschild macht nur 80 Damage, 80% Damage Reduction. Soldier Shield schon 90. Slave Shield. Da hatte ich die ganze Zeit drauf gehofft, dass wir eventuell einem Dreadnought so ein Ding abziehen können. Jetzt haben wir es hier trotzdem. Ein schäbiges Holzschild, das von Sklavensoldaten verwendet wird. Jetzt wissen wir auch, was diese Draglings sind. Und warum Jean-Baptiste sagt, hey, wenigstens tun uns die Dämonen nicht sinnlos in irgendwelche Kriege schicken. Ne? Also diese Draglings sind offensichtlich entweder sehr, sehr niedrige Bedienstete, aber vor allen Dingen halt Sklavensoldaten. Und die müssen ja vermutlich schon existiert haben, zumindest bevor hier in Boletaria endgültig das Licht ausging. Sklavenschild wird hergestellt nur aus gesammelten Holzstücken und ist bestenfalls ein schlechter Ersatz für ein reguläres Schild. Mal ganz ehrlich gesprochen, das Ding ein Schild zu nennen, ist irgendwie ein bisschen zweifelhaft. Breitschwert. Ein Schwert mit einer breiten Klinge, die besonders gut geeignet ist, um damit Schnittattacken auszuführen. Slashing. Das Broadsword ist eine Slashing-Weapon, die schweren Schaden auf Soft Flesh verursacht, also auf weichem Fleisch. Wiederum aber gegen Rüstungen und Hartschuppen nicht so gut geeignet ist. Etwas, was uns die Item Description nicht verrät, nur mal ganz kurz gucken. Das Broadsword hat tatsächlich, lustigerweise, das habe ich letztens in einem anderen Spielgang mal entdeckt, hat tatsächlich noch einen Special-Effekt. Und zwar sehen wir da bei Special-Effects das Rote, das ist Blutungsschaden. Das heißt also, das Broadsword im Gegensatz zum Longsword beispielsweise. Longsword macht 87 für unsere Stats jetzt konkret. Das Broadsword macht ebenfalls 87, hat aber zusätzlich noch 100 Blutungsschaden. Wenn wir also häufig, einen Gegner häufig genug mit diesem Ding treffen, dann führt das dazu, dass er anfängt zu bluten und dann tickt sukzessive immer weiter Schaden bei ihm hoch. Claymore, Large Sword. Ein sehr großes, gerades Schwert. Ist quasi eine etwas vergrößerte Variante von meinem Bastardschwert, was ich hier habe. Bisschen mehr Schaden, aber wir brauchen beispielsweise da schon 20 Stärke, um es einhändig führen zu können. Außerdem ist es verfluchtig teuer mit 6000, die können wir uns nicht im Leben leisten. Lassen wir das also. Rüstung bietet der dieselbe an wie immer. Passt also. It is the end of Great Boletaria as we know it. But hell, at least the demons don't. Ja, du hast auch keine neuen Geschichten. Sag mal, Keule, hattest du mir nicht eigentlich versprochen, dass du dich nicht vom Fleck bewegst? You lied to me. Schwierige Zeiten. Aber es ist sicher, dass ich die Sache schon gewuppt bekomme. Na gut, will ich dir mal für deine infame Lüge, dass du da bleibst, wo ich dich das erste Mal getroffen habe, verzeihen. So, keine Hunde mehr. Und damit können wir jetzt unseren wanderlustigen Freund Ostrava befreien. Kurzes, nettes Bit. Haben wir bisher noch nicht gesehen. Gucken, ob wir hier vielleicht noch ein bisschen mehr erkennen können. Da. Kann man gleich vorwegnehmen, diesen Bereich bereisen wir niemals, aber die lustige Dame im Nexus hat uns ja berichtet, dass sie ursprünglich unterhalb des Schlosses von Boletaria gewohnt hat und das scheint also die Stadt zu sein. Die hatten wir in Ansätzen im Intro auch schon mal gesehen.
Da leben also die gewöhnlichen Leute. Oder vermutlich jetzt auch nicht mehr, wenn man sich so den Restzustand des Königreichs anschaut. Was sind das für lustige Aufbauten? Ha. Noch kleine Vorstadtvillen. Ja, auch nicht schlecht. Sind mir noch nie aufgefallen. Na, so die kleinen Details, ne? Hier ein kleiner Bug. Ich höre zwar immer noch Hundeknurren, allerdings sind keine Hunde mehr da. Das hat mich beim ersten Mal wahnsinnig gemacht. Da habe ich knapp 20 Minuten nach dem verbleibenden Hund gesucht. Ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen technischer Bug ist, aber vor allen Dingen auch daran liegt, dass diese Soundeffekte hier schon eingespielt werden, um selbst dem neuen Spieler zumindest die Chance zu geben, zu realisieren, hier könnte gleich was kommen. Kojoten, Hunde, Wölfe, was auch immer. Ja? Wer genau hinhört, kann sich, dadurch, dass er dann schon vorbereitet ist, vorgewarnt ist, dann nochmal einen kleinen Vorteil dadurch erschaffen, dass er ganz besonders vorsichtig vorgeht. Schild unter Oberkante, Unterlippe. Ne? Sklavensoldat. Ja. Kinder, ist es doch gut jetzt. Also viel Leben haben wir jetzt schon nicht mehr. Wir befinden uns ja jetzt in Boletaria Palace 1.2, also quasi dem zweiten Levelabschnitt vom Level Boletaria Palace. Und man merkt schon, ja, schön, hallo, die Gegner werden stärker. Also selbst wenn wir denselben Gegnertypus treffen, wie jetzt hier unsere Armbrustkarpiken, Klappe zu, dann hauen die jetzt hier in dem zweiten Abschnitt schon ein bisschen härter zu als im ersten. Oh, der Ring of Gash Resistance. Ein weicher Ring, der ein helles rotes Siegel trägt, erhöht den Widerstand gegen Blutungseffekte. Wiederum hergestellt von Gary, einem Freund von Sage Frake, dem Visionär. Gary war der Typ, der bekannt war für seine magische Handwerkskunst. Das Design dieses Siegels ist angelehnt an einen Spalt. Macht ja irgendwie auch Sinn, ne? Wo bluten Sachen raus aus einer Wunde? Wie sieht das aus? Eine Wunde ist ein Spalt in der Haut. Ergibt also von der Warte her schon mal Sinn. Hey, Ostrava. Na? Luft ist rein. Das geht. Thank you. That makes das ist schon das zweite Mal. Das stimmt. Dank dir kann ich jetzt weiter voranschreiten. This is a token of my gratitude. Please accept it. Hier ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Bitte nimm es an. Darkmoon Brass. Okay. Na, ich eskortiere dich nochmal ein kleines Stück. Gucken wir mal ganz kurz. Darkmoon Brass. Das müsste das letzte... Der letzte Typus Gras sein, den wir noch nicht hatten. Stellt vollständig HP wieder her und heilt Statuseffekte. Dunkelmondkräuter sind sehr selten. Das sind seltene Mitternachtsblüten, die, so heißt es, von Neumondgräsern abgeleitet sind. Haben also denselben Effekt wie Neumondgras, aber nehmen zusätzlich noch negative Statuseffekte weg. Was aber? Was geht? Das ist schlecht. Keine einzige Person ist übrig. Was zur Hölle? Wie konnte all das nur geschehen? Vater! Also, wieder rekurriert Ostrava auf seinen Daddy-O, von dem er zumindest so scheint, dass davon ausgegangen wäre, dass sein Vater irgendwas etwa dagegen hätte tun können oder vielleicht sogar was damit zu tun hat. Und was ebenfalls wichtig ist, Ostrava scheint überrascht zu sein, was er hier in Boletaria vorfindet, obwohl er also Ostrava auf Boletaria heißt, ist wohl anzunehmen, dass er, zum Zeitpunkt, als hier der Frosch in den Ventilator gesprungen ist, vermutlich nicht vor Ort war, sondern sich woanders aufgehalten hat. Wir erinnern uns an das Blechteleskop. Ist noch so ein Indikator, ne? So, jetzt konnten wir so einen Teil der gefährlichen Burgzinn hier des Klippenpfades unterirdisch hinter uns bringen. Grisou macht immer noch Betrieb. Wunder. Ah, da ist er. Compound-Kurzbogen.
Schauen wir mal. Ein kleiner Kompositbogen ist verstärkt mit anderen Materialien außer Holz und benötigt daher zusätzliche Stärke, um sie zu benutzen. Wir können mal einen Vergleich machen zwischen unserem Langbogen, den wir bisher beigehabt haben, und unserem neuen Bogen. Also, der Langbogen hat etwas niedrigere Angriffskraft. Ja, wir kriegen ein bisschen mehr rausgezogen. Aber den Vorteil, den der Langbogen hat, er hat eine größere Reichweite. Und es ist jetzt so, bei Fernkampfwaffen hier in Demon's Souls, die haben tatsächlich eine ballistische Kurve. Und gleichzeitig ist es auch so, dass je weiter entfernt mein Ziel ist, also je länger das Projektil fliegt, bis es das Ziel trifft, desto weniger Schaden macht es. Auf die Distanz haben unsere Armbrustschützen hier mit diesem Problem nicht zu kämpfen, aber mit einem anderen Problem, nämlich meinem Bastardschwert. Die Verlockung ist sehr groß. Wir sehen hier ab diesem Pritschenwagen, ab dieser Kutsche, sind wir sicher. Aber da vorne liegen Shinies. Naja, gucken wir mal. Erstmal hier. Durch das Tor. Wir werden erwartet von Dragling Sklavensoldaten. Wohlgemerkt, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, es ist natürlich keine feine Art, hier die Sklavensoldaten zu erlegen, aber ich denke, das hat sich bisher schon ergeben. Alle Leute, bis auf Ostrava, die wir bisher hier in Boletaria getroffen haben, sind halt soul-starved. Das heißt, die wurden bereits von den Dämonen erwischt, ihre Seele wurden ihnen geraubt und das sind also nur noch willfährige, hirnlose, ja, quasi Zombies. Wobei Zombies auch nicht ganz treffend ist, weil... Es ist eine dumme Idee. Es ist eine dumme Idee. So verdient! Und das erste Mal regulär gestorben. Warum? Weil er dumm ist. Wenn du es halt schon weißt. Ich bin gerade noch am Erzählen, drehe um, in meinem Kopf läuft. Parallel frage, aber Eike, warum drehst du gerade rum? Wird kurz gegengecheckt, hirnintern. Ja, da waren noch die schönen Shinies. Eine andere Instanz in deinem Hirn meldet sich, sagt, das ist eine Drecksidee, lass es bleiben. Und sie wird immer lauter und du wirst nicht schlauer und wirst gegrillt. Naja, gut. It happens. Ich hoffe nur, dass mein schöner Seelenkreis halbwegs opportun liegt. Klar, Schad nehmen wir mit. Ey, shit, es gibt noch ein ganz anderes Problem. Ostrava! Mach nichts Dummes, Bruder! Das Problem ist nämlich, wenn man ihn einmal getriggert hat, kann es passieren, dass er, just wenn man beispielsweise stirbt und man lädt den Level neu, dass er automatisch wieder anfängt loszutapsen, der kleine Idiot. Und spätestens, wenn er auf die Hunde trifft, ist er einfach... fällig. Da unten, ja, ich wusste es. Da unten sehen wir schon, da poppen jetzt Schadenzahlen hoch. Ostrava macht Action. Ostrava, halt durch, Buddy! Das wollte ich eigentlich vermeiden. Denn das Problem ist, wurde bisher noch nicht angesprochen, aber wenn NPCs einmal sterben, dann bleiben die halt auch tot. Gibt keine Möglichkeit, wieder ranzukommen. Ostrava! Da macht er Action. Geht's dir gut, Buddy? Phew. Lass dir Zeit, sei ganz entspannt. Wirklich schnell die blöden Hunde da wegräumen. Das ist fast noch besser, wenn ich sterbe, weil wie gesagt, wenn Ostrava stirbt, dann ist er weg. Der kommt auch nicht wieder. Und damit habe ich strukturell ein Problem, weil... erstens ist es ein NPC, der uns vielleicht noch was mitzuteilen hat und ganz nebenbei ist Ostrava... vielleicht nicht die brutalste Killermaschine. Davon hat hier in Balletaria aber auch ab Werk genug. Ist ein netter Typ. Deswegen ist es scheiße fände, wenn er hier von den Hunden gefetzt wird. Stirb.
verdammte Axt. So, schnell knuspern. Schnell. Schon liegt auf schnell, Bruder. Ja. Ah, oh, das wird alles ganz schlimm. Ostrava, ich warne dich. Wehe, du kommst mir hier in die Quere. Seriously. Es war so klar. Und die Seele drückt. Ah! Wenn es mal schnell gehen muss, aber zumindest weiß ich, dass Ostrava noch lebt. Hätte ich mir das einfach geklemmt mit dieser blöden Burgzinne. Naja, ganz klassisch bei Demon's Souls. Wenn du anfängst, eine dicke Lippe zu riskieren und es ist völlig egal, dass du schon 200 Stunden rein investiert hast, dann bist du im Gespräch. Kurze Erfrischungspause, das ist auch eine ganz wichtige Geschichte bei Dark Souls. Wenn man anfängt zu krampfen, ist der nächste Tod nicht weit. Dementsprechend kurze Pause und dann rocken wir zumindest heute noch 1-2 Boletaria Palace. Das Geräusch der Eröffnung einer promovierten Dose Erfrischungsgetränk zeigt an, ein sehr, sehr dummer Mensch meldet sich zurück zur Arbeit. Es ist sehr ärgerlich, weil es halt am Ende des Tages auch sehr vermeidbar gewesen war, die ganze Aktion. Aber na gut, ist halt so, was willst du machen? Schwamm drüber, machen wir jetzt alles besser. Allerdings gilt auch jetzt wieder die erste Bürgerpflicht, Rettungstruppe Ostrava auf ihn, den kleinen Blödian davon abhalten, etwas sehr, sehr Dummes zu tun. Mal Scherz und alle Disse über Ostrava mal beiseite. Ich meine, man muss halt festhalten. Gott, ey. Fünfte Stunde Demon's Souls und man merkt, ja, man muss halt mal festhalten, unabhängig davon, wie man es findet, aber der arme Ostrava ist halt einfach offenkundig mit der Gesamtsituation hier ein bisschen überfordert. Ich meine, mit seinem Equipment schon in Runde 1 der Rettungsaktion. Es waren am Ende des Tages halt auch irgendwie einfach nur 5 minderbegabte Draglings, die ihn da sehr effektiv in Schach gehalten haben. Ob er sich dazu wenig zutraut oder er zumindest dann noch den Anstand hat, sich realistisch einzuschätzen, weiß man jetzt nicht, aber so oder so. Wir haben gesehen, spätestens die streunenden Kojoten da unten. Ja, werden wohl keine Kojoten sein, vermutlich eher normale Hunde. Oder Dämonenhunde. Ja, es waren ganz gefährliche Dämonenhunde mit übermenschlichen Kräften. Deshalb bin ich auch nur gestorben. Aber in jedem Fall wären die für Ostrava deutlich zu viel. Deshalb müssen wir ein bisschen auf unseren Kumpel aufpassen. Das machen wir jetzt auch wieder. Dummerweise ist es je nachdem, wie es läuft, kann es sogar sein, dass er an den Armbrustleuten stirbt. Ey, hat er diesmal nicht gemacht. Das ist sehr gut. Jetzt müssen wir bloß Hackengas geben. Es kann sogar sein, dass er gar nicht bis hier vorne vordringt. Ich möchte es ehrlich gesagt nicht ausprobieren, weil wenn die Hunde einmal an ihm rankleben, dann können wir mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass die Geschichte von Ostrava ein Ende findet. Es ist vermutlich auch klüger, eine etwas schnellere Waffe auszurüsten. So, Rauti, komm ran hier auf den Meter. Papa hat was mit dir zu besprechen. Ja, geht schon ein Stückchen besser als mit der langsamen Waffe. Alter, die Distanz. Kinder der Nacht. Na, wie fühlt sich das an, schön in den Ecke manövriert zu werden? Hm? Cooles Gefühl, was? So, damit haben wir es jetzt schon fast. Im 101 kriegt man die eigentlich ganz gut unter Kontrolle. Ah, okay. Jetzt kommt das Sklavenschild. Sehr gut. Einer für die Sammlung. Ostrava, Kuppel, es geht ab. Ah, okay, du gehst hier nach oben. Ist gut zu wissen, da oben stehen noch weitere gewaltbereite Typen. Lass mich mal durch. Du halt uns mal den Rücken frei. Ostrava! Mäuschen!
Mach mich nicht zippig hier. Typ! Es ist unglaublich. So. Glaub mir, den willst du nicht. Der ist schlecht für deine Gesundheit. Like a boss. Killstealer. Oh, da geht's nämlich schon los, ey. Und jetzt kommen hier noch die Armbrustdeppen. Lass mich die Schützen raus, aber... Oh, wenn du wirklich mal kurz still stehen bleiben würdest, wäre es total super. Okay. Ich sehe, eventuell jetzt nochmal probieren, ob du Grisou streicheln kannst oder so. Alle Gefahren beseitigt für Ostrava. Können wir erstmal weiter gucken. Ja, Wolski. So hatte ich mir das vorgestellt. Gas, 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 Gas. Ich will Spaß, ich gebe Gas. Nichts mit Anlegen hier. Sacklum. Kurz mal gecheckt, ob die Aufnahme noch läuft. Sieht aber noch ganz gut aus. Das wäre richtig scheiße. Wenn da irgendwie was schief läuft. Sicher, sicher. Ihr macht mich sehr müde, Freunde. Gebt mir dafür euren Loot als Entschädigung. Ich glaube, es waren Soldaten-Lotus. Und noch mehr Mondgras. Wir sehen schon an Crash and Moongrass. Haben wir jetzt inzwischen ein ganz gutes Portfolio. Das kann auch schneller weggehen, als es einem mitunter lieb ist. Aber für einen Moment tut es das noch. Nur zu sichern für alle Fälle, falls sich Ostrava nochmal verläuft. Na, Jean-Baptiste. Und da hinter ihm sehen wir schon wieder ein Item. An das kommen wir aber momentan nicht ran. Deshalb werde ich auch gar nicht doof versuchen, irgendwie die Kiste zu zerkloppen, auf der Jean-Baptiste sitzt, weil vermutlich würde ich ihn damit auch hauen. Das wollen wir nicht. Jean-Baptiste hat, wie gesagt, ein ordentliches Ding an der Waffe, aber ist und bleibt ein solid Bro. Gerade im Vergleich zu seinen anderen Sklaven-Dragling-Freunden, wie ihm hier. Damit haben wir es jetzt fast schon. Grisou. Dumm ist er! Ah, da hat er sich verschätzt. Dieser letzten Strecke gibt Grisou einem eigentlich auch ausreichend Zeit. Hier rechtzeitig nach oben zu kommen. Das Item zu ziehen. Stone of Ephemeral Eyes. Cool. Lauf, 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 lauf. Ah, wer genau hinhört, hört jetzt hier schon so ein Kristallklirren. Das damit auf sich hat, werden wir noch klären. Oh, das ist jetzt ein bisschen blöd. Dumm, dumm, dumm. Und jetzt dürfen wir uns aber hier nicht einsperren lassen. Fuck, 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 fuck. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Man könnte sagen, hochgradig problematisch hier die ganze Situation. Zumal, klassisches Beispiel von... Oh, da habe ich aber jetzt richtig Suppe gehabt. Schnell. Nein. Huhuhuhu. Naja, wenn man hektisch wird, nicht? So. Partial, jetzt haben wir uns gegenseitig gestunt. Auch nicht schlecht. Nom. Ja, okay. Ich erspare mir jetzt mal auf meinen etwas unkonzentrierten Zustand hier irgendwie Parierversuche. Machen wir das mal wieder regulär.
Halbmondgras. Immer ran mit dem Zeug. Er ist dumm, aber er macht es trotzdem. Vollmondgras. Oh ja, das hat sich schon gelohnt. Wer schießt denn von da oben? Ihr Halunken. Das wollen wir doch mal gleich sehen. Komm, dann räumen wir nochmal Incheck hier kurz weg. Haha, so muss laufen. Roll. Ja, mit der unaufgegradeten Waffe. Siehst du, ich kann eigentlich nur mal wieder zu meinem Bastard Sword hier zurückkehren. Und zwar, was funkelt da so nett? Er ist es! Ich muss mich kurz konzentrieren, dass er mir nicht noch entwischt. Da haben wir es. Was das sind, sind die sogenannten Crystal Lizards. Auch so ein Markenzeichen der Souls-Spiele. Die funkeln nett, kündigen sich durch lautes Funkeln an. Und sobald man in seine Nähe kommt, von ihm quasi aggro zieht, auch da hilft uns der Thiefring weiter, weil dann kommen wir näher ran, versucht er wegzurennen und nach einer kurzen Zeit veräppelt er uns noch, zeigt uns den Vogel und versucht dann zu verschwinden. Wenn wir es schaffen, ihn rechtzeitig zu erlegen, dann lässt er für uns Erze fallen. Je nachdem, in welchem Level wir sind, sind es immer verschiedene Erze. Und es gibt auch einen Zufallsfaktor. Also es mussten jetzt nicht unbedingt zwei Large Heartstones sein. Das Problem ist, in späteren Spielen ist es so, wenn die verschwinden, diese Crystal Lizards, dann ist es an sich nicht so schlimm, weil wenn man das Gebiet das nächste Mal neu lädt, spawnen die wieder neu. So lange, bis man sie einmal erlegt hat. Das ist hier in Demon's Souls anders. Die können nur eine festgelegte Anzahl von Malen spawnen. Und entweder wenn wir sie erlegt haben oder wenn sie verschwinden, wird einer dieser Spawnzyklen abgezogen. Maximale Spawnzahl berechnet sich danach, wie viele Bosse wir gelegt haben, plus 1. Also, er ist jetzt gerade das erste Mal gespawnt. Wir haben einmal grundlegendes Spawn und wir haben schon einen Boss, die Phalanx, gelegt. Dementsprechend würde er, wenn wir jetzt das Spiel, also dieses Areal hier neu laden, beispielsweise sterben oder irgendwie später nochmal zurückkehren, würde er jetzt noch ein zweites Mal kommen. Wenn wir den Boss, der jetzt kommt, hier angezeigt durch das weiße Focket und ein sehr, sehr beunruhigendes großes Schild, wenn wir den legen, dann taucht er noch ein weiteres Mal auf und so weiter. Das heißt aber, ich habe so oder so nur eine begrenzte Anzahl von Versuchen, ihn zu looten. Und je effektiver ich dabei bin, je häufiger ich ihn lege, desto mehr Erze ziehe ich raus aus Rennen. Das ist so ein bisschen die Idee hinter diesen Crystal Lizards. So. Haru ist bereit für ein bisschen Action. Ah, noch nicht ganz. Ich halte es, glaube ich, für sinnvoller. Sagen wir mal, Battle Axe und Bastard Sword gleichzeitig auszuwählen. Aber immer noch eine schöne Light Roll, so soll es sein. Ja, dann gucken wir uns mal an, wer sich da hinter dem Schild verbunkert. Hups. Der Tower Knight. Okay. Würde ich versuchen, direkt mich mit ihm anzulegen, würde es automatisch nur dazu führen, dass ich von den sämtlichsten Armbrustschützen oben auf den Balustraden unter Feuer genommen werde. Dementsprechend the smart way to play. Versuchen, möglichst schnell am Tower Knight vorbeizukommen, hier hoch auf die Balustrade und erstmal für geregelte Verhältnisse sorgen. Die Energiesperre, die er uns schickt, können wir glücklicherweise dank der Balustrade weitestgehend ignorieren. Wir müssen bloß aufpassen, dass er nicht mal eine Lücke findet, wo er uns so ein Ding doch um die Ohren knallt. So, rechte Seite geklärt. Hier ist ein Shiny. Late Moon Grass. Ja, immer ran mit dem Weed. Das ist genau die Lücke, von der ich beispielsweise sprach. Das hätte ja nun fast geklappt. So, wo ist denn der dumme August, der gerade so hässlich gelacht hat?
Ist schon verdrückt. Feiges Stück. So. Waffen wechseln. Leben voll machen. Und jetzt sind wir zwei hier im Gespräch. Juhu. So. Wir merken schon, wir können hier direkt mal was anvisieren. Schön auf die Achillesfersen gehen. Boah, das war knapp. Grünes Seelenlicht. Zeigt uns an, wir haben hier einen Effekttreffer. Nur extrem viel Schaden an ihm, aber knüppeln ihm nach und nach die Achillessehne auf. Sauber. So, ich glaube, jetzt ist die offen. Ah, das ist ein Drecksmove. Ganz schlecht. Diese Hüpfattacke ist nicht schön. Naja, er weiß halt, dass seine große Schwachstelle ist, wenn ich hinter ihm bin. Ich kleiner Wurm. Wird es für ihn gefährlich? Warum nicht einfach mal mit seiner ganzen Körpermasse nach hinten jumpen? Und mir damit das Leben zumindest ein bisschen erschweren. So. Ah, Schallwelle. Druckwelle, whatever. Nein, nein. Das machen wir immer so noch die. Den zweiten Haken heiß. Dann macht er wieder seinen Sprungmove. Na klar, langsam haben wir es raus hier. Komm mal ran hier auf den Meter, Sportsfreund. Die Mauer da hinter mir. Hinter dir. Die ist. Die stört mich, dass es nur so eine Art hatte. Yeah. Was ist jetzt passiert? Bums. Er fällt um. Natürlich wieder die falsche Seite. Und damit haben wir jetzt die exklusive Gelegenheit, ihn schön auf den Deckel zu geben. Das Spielchen müssen wir jetzt noch ein bisschen spielen. Aber sieht doch momentan ganz gut aus. Sauber. Sind wir zurück, nicht dass er auf uns drauf klatscht. Gleich haben wir. Tower neu, kannst du mich hören? Gleich ist es soweit. Lululu. Kurze da. Aber machen wir fertig, oder? Sehr gut. Boss gelegt, wie wir es mögen. First Try. Gut, wenn man den Trick hinter diesem Boss einmal rausgefunden hat, ist es jetzt auch kein Hexenwerk mehr, muss man fairerweise dazu gestehen. Da erwarten uns im Laufe von Harus Reise noch ein paar andere Kaliber. Waren hier nicht mal zwei? Ich dachte, da wären mal zwei Shinies noch gewesen. Naja, ist ja auch egal. So. Eiserne Dämonenseele. Ziehen wir uns mal rein. Die Seele des Dämonen Tower Knight, Turmritter. Mehr ist da nicht mehr zu holen. Haben wir ihn also auch gerippt.
Ein dicker, farbloser Nebel hält dich zurück. Nur diejenigen, die bereits einen Erzdämonen erschlagen haben, dürfen diesen Punkt hier passieren. Die Tür ist zu. Wir kommen da nicht durch. Hier zuckt da so ein bisschen Nebel drumherum. Das heißt, wir müssen erstmal die Macht eines Erzdämons in einem anderen Gebiet an uns nehmen, bevor wir hier weitermachen dürfen. Schade eigentlich. Ich fand, wir hatten gerade einen guten Lauf. Hier ist noch eine Tür. Kriegen wir die auf? Scheint abgeschlossen zu sein. Also, nö. Gerade mal einen kleinen Überblick über unsere Grasreserven. Ist okay. Müssen wir jetzt erstmal nicht nochmal separat farmen. Also kehren wir erstmal in den Nexus zurück und widmen uns dann erstmal anderen Gebieten. Die Schmiede, Ed und Baldwin. Baldwin kennen wir schon. Von Ed haben wir gehört. Das ist ja der von Eds Grindstone. Der soll irgendwie in Stonefang rumgucken. Ist eigentlich ganz passend, dass jetzt ausgerechnet diese Title Card hier gezeigt wird. Denn das wird vermutlich erstmal unser nächstes Ziel werden. Hey, na? Hast du was Lustiges Neues zu erzählen? Du ewiger Quell guter Laune. Well, you found yourself a demon soul. Hey, du hast hier eine Dämonenseele gefunden, ha? I'm impressed. Ich bin beeindruckt, ja. Richtig beeindruckt. Mach weiter so und du bist bald selbst ein Monster. Kannst du nicht sehen, dass du ihm in die Falle gegangen bist? Also, der Crestfallen Bro hat offensichtlich ein wirkliches Problem mit unseren, ich sag's mal sehr vorsichtig, Auftraggebern. Und wenn man sich mal die Methoden vom Monumental und vielleicht auch der Maiden in Black, wobei die ja angeblich hier auch nur gefangen ist. Aber wenn man sich mal die Methoden derjenigen, die uns hier auf die Reise schicken, anschauen, dann kann man es halt auch irgendwie nachvollziehen. Du, hast du irgendwo meinen Körper gesehen? Ist mein Körper bereits verfault? Ja, wir sehen, der Grund, warum er so blau leuchtet, ne, der ist ja auch in Seelenform. So wie ich gerade jetzt nicht, aber es gleich wieder sein werde. Und das sagt uns ein bisschen was aus. Er kriegt jetzt offensichtlich ein bisschen Angst, dass sein Körper noch irgendwo rumliegt und jetzt langsam aber sicher verfault. Und es vielleicht irgendwann zu spät für ihn ist, um sich zurückzuholen. I'm sorry. Please leave me alone. Tut mir leid, bitte lass mich allein. Ja, gut. Dein Wunsch sei mir Befehl. Na? Scheinbar reicht das Zynismus-Schutzschild nicht mehr unendlich weit für den Crestfallen Bro. Ach ja, eine kleine Sache. Wir können ja jetzt rein theoretisch die anderen Archstones bereisen. Das konnten wir schon, seit wir Phalanx umgelegt haben. Eine Sache, auf die man mal hinweisen möchte. Einer der Archstones ist ja tatsächlich kaputt. Das ist der Archstone der Riesen aus dem Norden. Hintergrund des Ganzen ist tatsächlich, dass das ursprünglich auch nochmal ein Level sein wollte. Allerdings hat dann letztendlich die Zeit und das Geld nicht mehr gereicht, das vernünftig fertigzustellen, was echt schade ist. Und sie haben aber diesen doch eher durch produktionstechnische Gründe verursachten Fakt, haben sie direkt in die Lore eingebaut. Und zwar heißt es halt, dass während der Alte losgewütet hat, war halt das Land der Riesen das erste, was gefallen ist. Und der Grund, warum der Archstone kaputt ist, ist einfach, es gibt kein Land der Riesen mehr. Das ist vollständig zerstört. Naja, es ist schade. Es gibt ein paar Konzeptzeichnungen dazu, was denn gekommen wäre beim Land der Riesen. Es wäre bestimmt recht nett gewesen. Aber wie sie machen. What do you want? I have no- Immer noch ein Arschloch. Bleib dabei. Hey, Ostrava, na? Schreck überwunden? Here in Boletaria, we speak of the legend of the two swords and the last hero. The two swords are Demonbrand and Soulbrand. One sword banishes that which befouls man, and the other banishes man himself. The last hero is Old King Doran. King Doran is the Everlasting One, founder of Boletaria and protector of the two swords. Of course, only according to legend. But in the dark state of our land, legends are all we can depend upon. Ja, das ging jetzt viel, viel zu schnell. Ostrava, beruhige dich bitte. Was er gerade erzählt hat, es gibt eine Legende in Boletaria, die von den zwei Schwertern und den letzten Helden berichten. Und zwar dieser letzte Held ist der alte König Doran, der wohl auch der Gründer von Boletaria ist. Und der hat zwei Schwerter am Start, einmal Soulbrand, einmal Demonbrand, eines von beiden. Demonbrand, müsste das glaube ich sein, ist dazu geschaffen, das zu bekämpfen, was den Menschen überfällt. Und Soulbrand ist dazu gedacht, den Menschen selbst zu vernichten. Und zwei Schwerter, ein bisschen wie Yin und Yang. Und sagt aber, naja, gut, das ist halt jetzt auch nur eine alte Legende.
King Alant led Boletaria with a round table of brave knights. The royal twin Fangs, Valifax and Bure. Alfred, the knight of the tower. Metas, the knight of the lance. And the brave tribesman, Longbow Ulan, and his fearsome legions. But today, Boletaria is an abysmal mess. Valifax was lost, and Bure slipped through the fissure, never to be heard from again. All the rest, along with Boletaria, have been devoured by the fog, and will soon be prey to the demons. The Boletarian knights are no longer. But perhaps our age will see the rise of new heroes, such as yourself. Das ist jetzt ein extrem gewichtiges Lorebit, was man natürlich auch sehr leicht übersehen kann oder verpassen kann. Schon alleine, wenn beispielsweise Ostrava sich heldenmutig in den Freitod in Form von 5 herumrandalierenden Hunden schmeißt oder halt von den davor gelagerten Wachen zerlegt wird. Offensichtlich gab es eine Art Roundtable, also eine Tafelrunde in Boletaria, also Elite-Rittern von König Alaunt. Und das waren einerseits halt die bereits jetzt mehrfach angesprochenen Zwillingsfänge, Bjor und Valifax und außerdem die drei großen Ritter oder die drei edlen Ritter, Alfred, den Turmritter, Metas, die Lanze und Langbogen Ulan und seine schrecklichen Legionen. Wir werden im Laufe des Spiels noch ein bisschen mehr über diese drei legendären Ritter kennenlernen. Schauen wir mal. So, jetzt zeigt mir der Bildschirm da gerade irgendwie was Lustiges an. Was ist da los? Jetzt ist es wieder weg. Spannend. Na, solange ich noch nicht ganz so firm bin, was die Aufnahmetechnik angeht, gucke ich lieber nochmal dreimal hin hier auf meinen Monitor. Okay, also gab also mal diese legendären Ritter. Allerdings es hat sich die Zeit der Ritter jetzt so ein bisschen erledigt. Valifax von den Zwillingsfängen ist wohl verschollen, verloren. He was lost to us. Ja, es ist uns verloren gegangen, aber jetzt vermutlich weniger im Sinne von, wir haben ihn verlegt, müssen ihn mal suchen gehen, sondern ja, vermutlich eher etwas endgültig. Bjorn, der zweite Zwillingsfang, ist durch den Spalt im Nebel eingedrungen. Man hat dem von ihm nichts mehr gehört. Und ja, die drei Ritter gibt es in der Form auch nicht mehr, weil die von den Dämonen erlegt wurden. Also hat sich das erledigt. Und Ostrava versucht aber positive Ziele zu sehen. Naja, vielleicht gibt es ja in unserem Zeitalter, also in dem wir uns jetzt befinden, einfach die Gelegenheit für neue Helden, wie beispielsweise Haru. Yay! Wir arbeiten dran. So viel dazu. Liebe Maiden Black. Thou seekest soul power, dost thou not? Ich suche sowas von Seelenpower. Touch the demon inside me. Ich bin mir sicher, hinter diesem Touch the Demon Inside Me Ding und der Frage Art Thou Dumb steckt oder Umständen irgendeine sexualisierte Konnotation. Denke ich jetzt an der Stelle mal nicht zu intensiv drüber nach. Denn die Maiden in Black ist Best Waifu und eine Solid Sis, von der war der. So, Stärke haben wir schon ganz ordentlich. Ich würde die gerne noch auf 20 ziehen, einfach weil es immer ein gutes Polster gibt. Vitality packe ich mir erstmal auf 15, naja, und dann bleibt schon nur noch einer. Mache ich mal was Verrücktes? Nee. Erstmal ein bisschen an dem Quality-Teil unseres Quality-Builds arbeiten. Ein bisschen die Beweglichkeit noch mit hochpushen. Gut. Oh, das hat man schon. Sie wacht über die Kerzen. Bist du fertig? Ah, du bist die Beste. Im Gegensatz zu dir. Spotten. Ah, ein bisschen Zeug loswerden. Hey, Thomas. So, was haben wir ja an Schwärmzeug? Die Steine der Ephemeraugen kann ich erstmal ablegen. Die sind zwar nicht super schwer, aber Kleinvieh macht auch Mist. Terpentin. Magate of Guidance brauchen wir jetzt auch nicht. Terpentin lassen wir mal drin. Throwing Knives fliegt raus. Okay. Die Steine legen wir wieder artig ab. Ja, die machen auf Dauer. Kommt auch ein bisschen was zusammen. Compound Shampoo brauchen wir nicht. Bodenkette, das ist wie ein Zauber nicht. Slave Shield, Wind Spear, lass ich den drin. Ja, komm. Ein langer Speer mit flügelartigen Protrusions, Aussparungen, keine Ahnung, an dessen Spitze. So ein bisschen wie ein Rapier, aber hat eine größere Reichweite, logischerweise. Ja, nee, auf jeden Fall lass ich den drin. Haha, das wäre ja glatt daneben gegangen. Die bauen wir nämlich tatsächlich gleich. Ja, Bolzen, wer braucht Bolzen? Ich nicht. Weg damit. Pfeile können wir nochmal drinnen lassen.
Ring of Gash Resistance. Den lassen wir einfach pro forma auch mal drin. So. You have a heart. So, Boletaria, kommen wir erstmal nicht weiter. Wir können aber nochmal schnell den Tower Knight Archstone lesen. Archstone of the Demon Tower Knight. Innerhalb von Boletarias Pforten, wo die Straßen sich überschneiden, wurde eine Falle gestellt von den Fat Official, von dem fetten Beamten, von dem dicken Beamten, wie auch immer, einer Verkörperung von König Alans Wahnsinn. Hier wird es relativ konkret. Also König Alan war offensichtlich nicht nur rein ein Idiot und ein bisschen ungeschickt, aus Versehen mal den Old One beschworen, sondern der hat offenkundig ein gerüttelt Ding an der Klatsche. Und dieser Fat Official, das war dieser dicke Clown, der sich vorhin so beölt hat, der gehört wohl unmittelbar zu König Alland dazu. Gut, kommen wir aber erstmal nicht weiter. Und jetzt haben wir mehr oder minder die freie Auswahl. Es heißt immer, Demon's Souls wäre sehr viel linearer als Dark Souls. Da hat gerade Epic Name Bro auch schon häufig was zu gesagt. Ich sehe das sehr, sehr ähnlich wie er. Das ist eigentlich totaler Quatsch, denn wir könnten jetzt beispielsweise hier in Level 4 den Shrine of Storms angehen. Wir könnten 5... das Valley of Defilement besuchen, das Tal der Schändung. Wir könnten ebenso zum Turm von Latria oder eben am Archstone of the Burrow King nach Stonefang, zur Stonefang-Mine. Der Hauptgrund, warum ich mich normalerweise immer für die Stonefang-Mine entscheide, ist der, ich mag dieses Level überhaupt nicht. Also eigentlich kein bisschen. Es gibt sehr, sehr wenig, was mir da daran gefällt. Und ein weiteres Problem, das ist tatsächlich von allen Levels, die wir jetzt haben, das Lore-irrelevanteste. Und das, was am ehesten ein typisches Videospiel-Level darstellt. Dementsprechend habe ich dann immer so ein bisschen den Drive, den Part möglichst schnell wegzubekommen, damit man sich anschließend an den Sahnestückchen verlustieren kann. Okay, schauen wir mal. Stonefang Tunnel. City of the Burrowers, die Stadt der Gräber, den Wächtern über den großen Tunnel. Die meisten der dickköpfigen Gräber, die die Soldaten von Boletaria unterstützt haben, wurden ihrer Seele beraubt. Ohne noch irgendeine Form von eigenen Willen zu haben, fahren sie einfach völlig hirnlos damit fort, ihrer Arbeit nachzugehen, ohne halt wirklich noch zu verstehen, warum und wie. Sind also auch nur noch Hüllen, die ganz automatisiert irgendwelche reflexbasierten Arbeiten ausführen. Klingt gut, schauen wir uns an. Alright, let's fetch. Stonefang-Mine. Erste Bürgerpflicht, wir schauen uns mal um. Da haben wir eine Art Zubringerstraße, vermutlich zu den Minen. Da oben einen alten Burgfried. Der hat mich immer sehr fasziniert, können wir schon mal spoilern. Da kommt man leider nicht hin. Ich mag das, aber so ein schönes Set-Design-Stück. Da ist ein schmutziger Gerd. Aber, was sehen meine entzündeten Äuglein? Verfluchte Axt im Worten. Okay. Man muss sie halt vor allen Dingen das erste Mal angehauen bekommen, dann klappt es meistens. Bleibst du bitte stehen. Ja, danke. Jetzt hat er mir schon einen Vogel gezeigt. Der arrogante Assi. Aber das ging mit dem Bastard Sword ging es schneller. So. Shard of Hearthstone. 8 Stück. Ja, nice. Da war ja noch was. Da muss ich wirklich, wirklich aufpassen. Ja, vermutlich haben jetzt die ersten Leute sich schon schön facial palmiert und meinen, ey, Dude, da hat schon wieder ein Körpergestalt rum. Was kaust du uns erst eine halbe Stunde ein Ohr ab, dass du niemals in Körpergestalt in den Level rumgucken willst? Ah, ist jetzt auch schon die, ich glaube, 5. Aufnahmestunde. Das merkt man langsam. Aber soll der Pflicht hier Genüge getan werden? Kaplitsch! Ich muss mich anfangs wirklich daran gewöhnen, weil wenn man tatsächlich allen Content irgendwie so mitbekommen will und mal alle Tendency-Events mitgenommen haben möchte, dann ist es ohne Multiplayer-Part faktisch also schon möglich, aber sehr, sehr gewagt, das ohne diese Suizid-Runs hier zu machen. Aber naja, wie kommt man sich dann schon ein bisschen merkwürdig vor, wenn man sonst versucht, irgendwie die Atmosphäre so ein bisschen aufzunehmen und die Story ernst zu nehmen, auch seinen Char ernst zu nehmen und dann immer schön regelmäßig hier den Flachkörper macht. Ich
glaube im Allgemeinen, dass dieses World Tendency Konzept eine coole Idee war. Bin ehrlich gesagt froh, dass sie das dann in den anderen Teilen, zumindest in der Form, wie sie es hier realisiert haben, dann nicht nochmal gemacht haben. Es ist halt sehr, sehr obskur. Womit ich an sich kein Problem habe, gibt ja Leute, die sagen, das ist voll scheiße, so eine wichtige Mechanik und da wird es nicht erklärt, da sieht man, wo das Hauptproblem ist von den Souls-Spielen. Das glaube ich tatsächlich nicht, weil es gibt viele Sachen, die Souls nicht erklärt. Das ist aber die einzige Möglichkeit, wie man bewerkstelligen kann, dass man noch ausreichend Sachen selber finden kann. Ja? Andere Spiele würden einen dann erstmal, so wie es ja hier so ein bisschen in der Noob-Arena unten im Nexus gemacht wurde, einen mit irgendwie Tooltips zu bomben, bloß dass die nicht wie in der Noob-Arena völlig freiwillig sind. Ja, wer suche, der findet, sondern einen einfach sagen würde, Achtung, du hast jetzt hier die World Tendency, das und das bedeutet das. Das ist hilfreicher, um ohne viel Gehirnschmalz und ohne viel Trial and Error rauszufinden, wie das Spiel funktioniert, was durchaus auch eine Tugend sein kann. Führt aber auf der anderen Seite dazu, dass man so eine Sache auch nicht selber entdecken kann. Man hat ja jederzeit die Gelegenheit, solcherlei Geschichten auch mal in einem Wiki nachzuschlagen, das kann man ja machen. Aber wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt nicht in einem Wiki nachschlagen, ich möchte jetzt hier blind durchspielen, dann hat man tatsächlich die Chance, Sachen selber zu finden und damit sind die Erkenntnisse, die man darüber hat und das Wissen, was man darüber generiert hat, eine wesentlich persönlichere Sache, als wenn es mal einem einfach per Tooltip um die Ohren geklatscht wurde. Und ich persönlich muss sagen, hätte man mich vorher gefragt, hätte ich auch gesagt, naja, den ganzen Quatsch selber rausfinden ist doch doof. Im Nachhinein muss ich sagen, ist tatsächlich aus meiner Sicht die schlauere Variante von beiden. Zumal alles, was du wirklich brauchst, um das Spiel spielen zu können, dir im Tutorial beigebracht wird. Ne? Wie greifst du an, wie parierst du, worauf musst du da achten? Die ganz anderen kleinen Nuancen kriegst du entweder automatisch selber mit oder du brauchst sie auch nicht dringend. Du kannst dir aber bestimmte Sachen einfach einfacher machen, wenn du sie weißt. Und kannst dir dann tatsächlich wieder schlau vorkommen. So, genug dazu. Was bist du für ein lustiger Mensch? Hello there, souls. Wow. Souls. Seelen, Seelen. Ich verkaufe gute Waren gegen Seelen. Ein schmutziger Mann. Erzähl mal weiter. Our little town. Unsere kleine Stadt? Naja. It's a nice wee place. Ist ein toller kleiner Platz. Alle diese echsenäugigen Bürger sind damit beschäftigt, mit Stein rumzuspielen und interessieren sich nicht für einen alten Mann wie mich. Macht mir das Leben sehr einfach. Ich kann mit allem davonkommen. Danke dir, oh Herr, für diese goldene Gelegenheit. Ja, er hat offensichtlich richtig Spaß, in einem Land zu leben, wo... Ja, man kann doch nicht mal sagen, wo Anarchie herrscht. Naja. Ich kann einfach mit allem davonkommen. Wer weiß, wovon er spricht? Möchte man es wissen? Man weiß es nicht genau. Hast du schon mal was über diese glänzenden Echsen gehört? Sie sind nicht einfach zu fangen, aber er hat ein paar schöne Steine bei. Und ich weiß, wo sein Nest ist. Oh, tut mir leid. Das kann ich dir leider nicht verraten. Tja, hat der Typ eine Suppe, dass ich das kleine Geheimnis über das Nest des Crystal Lizards nicht einfach aus ihm rausprügel, weil, wie er so schön gesagt hat, in einer Welt wie Bordotaria kommt man ja einfach mit allem davon. Na gut, unsympathisches kleines Kärtchen, vielleicht hat er uns was anzubieten. Na, hier, ganz schön, hier können wir die grundlegenden Erze bei ihm einkaufen, 500 das Stück, das ist nicht ganz günstig, aber wenn wir mal wirklich keine Lust haben oder auch keine Gelegenheit haben, farmen zu gehen und wir wollen unsere Waffe upgraden, ist das ja eine Gelegenheit. Dann hat er noch die Pickaxe, die Spitzhacke, Typ Hammer. Lustigerweise eher eine Deckswaffe als eine Stärkewaffe. Eine Spitzhacke, die von Gräbern und Minenarbeitern für Minenarbeiten genutzt wird. War ursprünglich nicht dafür gedacht, im Kampf eingesetzt zu werden, aber die harte Spitze vorne kann ähnlich wie ein Rapier genutzt werden. Eine lokale Spezialität des von Stonefang. Jo. Ja, wenn du spielen willst, dann musst du auch zahlen. Wie wär's mit, wenn du leben willst, musst du zahlen. Unser paar Knochen. Naja, gut. So, haben wir das erstmal. Uns geht nur ein Weg. Oh, eine Nachricht. Der nächste Gegner ist anfällig gegenüber Pierce-Attacks. Genau. Pierce-Attacks haben wir ja beispielsweise mal einen Ringspear, den wir dafür ausrollen können. Der nächste Gegner ist anfällig gegenüber Zaubersprüchen. Haben wir nicht. Muss es der Ringspear tun. It's raining, man. Halleluja. Die letzten, die oben auf so einem Zinn gehockt haben und sich da sehr sicher gefühlt hatten, haben sich da von hinten raus auch gehört, Freunde. Oh ja. Sticky White
her! Lass mich! Merke, niemals zu lange Zeit auf Items verschwenden, solange man noch mitten im Geschosshagel steht. Sticky White Stuff. Endloser Quell von Wortwitzen auch in Nachrichten. Klebriges weißes Zeug. Eine klebrige weiße wachsartige Substanz. Kann man sich auf die Waffe in der rechten Hand schmieren, um die für einen kurzen Zeitraum magisch zu machen. Das kann mir niemand erzählen, dass es Zufall ist. Es heißt, dass das klebrige weiße Zeug das Produkt einer magischen Schnecke ist, die in fluoreszentem Wasser badet. Naja, das kennen gerade die Männer. Ja. Da kennt wohl jeder mindestens eine magische Schnecke, die klebriges weißes Zeug. Wir verstehen uns. Mich würde wirklich interessieren, wie das im Japanischen gehalten ist. Also nicht, dass ich jetzt der Meinung wäre, dass das From Software nicht zuzutrauen ist, aber es ist schon wenig subtil, sagen wir mal. Oh, hier haben wir genau die Leute, von denen der Archstone geredet hat, also die Bevölkerung von Stonefang, die weitestgehend ihren Verstand verloren haben, zum Monster geworden sind, weil sie von den Dämonen ihrer Seelen beraubt wurden. Jetzt. Ja, du kannst aber schön boxen. Besser. Ich finde das Boxen nur nämlich schwer zu parieren, aber möchte es trotzdem mal machen. Wurden also ihrer Seelen beraubt und graben jetzt halt immer weiter, ohne Sinn, ohne Verstand, ohne noch selber zu begreifen, warum sie das tun. Du hast aber schöne Kuckerchen. Oh, der Damage ist da una brutale. Eieiei. Ob mit Fäusten oder Spitzhacke, in meinem Repost sind sie alle gleich. Shard of Shardstone. Sharpstone. Shard of Sharpstone. Mein Gott. Hier ein schönes Bit, was man gerne übersehen kann, weil es hier so in diese etwas überladene Levelgestaltung gut einfügt. Dreh mal am Rad. Und da geht der Paternoster steil. Und in der Ferne sehen wir schon überall mehr Shinies. Da wollen wir überall noch hin. Werden wir auch noch hinkommen. Hey, ein Fat Official. Und ich mache keinerlei Schaden am Fat Official. Das ist gar nicht geil. Und er schmeißt mir Feuerbällen nach mir. Das ist ebenfalls. Und die machen auch richtig ordentlich Schaden. Blöd, blöd, blöd. Oh, jetzt ist eine für alle Beteiligten unangenehme Situation. Ich muss bloß noch hoffen, dass der Tusli-Clown Broslowski da hinten mir nicht zu nahe kommt. Shit. Nicht gut. Komm. Jetzt ist halt. Junge. Muss sogar kräften bleiben. Na, ja, du wirst ja gleich wieder Blödsinn schmeißen, oder? Na klar. Geht man weit weg, schmeißt der Feuer Strahlen. Wenn nicht, hat er eine spontane Explosion. Hey, Spaß? Ich auch. Drecksack. Aber schön Vollmondgras hat er für uns bei. Super. So, die zwei Leute, die ich vorher da auf dem Balkon zerlegt habe, waren auch diejenigen, die hier die ganze Zeit mit Steinen geschmissen haben. Aber davor erst also auch Ruhe. Oh. Crushing Battle Axe. Das ist speziell, das ist neu. Das gucken wir uns an. Wir gucken mal erstmal die normale Battle Axe und gucken, ne? Obwohl es auch eine Battle Axe ist, hat auch dieselbe Beschreibung. Was macht die denn Crushing? Wir sehen, diese Waffe ist die erste modifizierte Waffe, die wir finden. Und zwar bedeutet dieses Crushing-Attribut, dass
sämtliche Skalierung von Beweglichkeit weggenommen wurde und dafür skaliert die jetzt noch besser mit Stärke. Wird also so quasi ausgewuchtet, dass es ganz besonders von einer hohen Stärke profitiert. Und damit kriegen wir richtig schön dick Bonus. Zusätzlich ist auch noch eine +1-Waffe. Das heißt, die wurde sogar schon mal geupgradet. Ist also bedeutend besser als unsere Standard-Battle-Axe. Und kommt deshalb direkt mal ins Repertoire. Ich müsste sogar, wenn ich mich nicht irre, da. Also die Battle-Axe macht jetzt zusammen 109 Schaden und unser Bastard-Sword macht gerade mal 105 Schaden. Dabei schlägt die Battle-Axe noch ein Stückchen schneller zu. Hat dann halt nicht die Reichweite, aber das soll uns erstmal egal sein. Renowned Soldier Sword. Also ein sehr, sehr schöner Fund hier. Da kann man generell zur Stormfang meinen sagen, wie gesagt, ich bin kein großer Freund dieses Levels. Ich bezeichne den allerdings liebevoll auch immer als den Candy Shop, weil so wenig mich das Leveldesign an sich anspricht und so wenig Lore es hier auch zu holen gibt. Es ist doch schon so, es gibt keinen besseren Ort, um Erze zu finden zum Schmieden. Es gibt jede Menge nette Goodies, die man so aufsammeln kann. Deshalb der Candy Shop. Gibt es viele leckere Süßigkeiten für Haru zu finden. Stone of Ephemeral Eyes. Nehmen wir auch mit. Nip. Wobei ich jetzt vielleicht auch eingrenzend sagen muss, also ich meine ja gerade so, das Level-Design gefällt mir überhaupt nicht. Rein vom Mechanischen her ist es durchaus durchdacht, wie wir sehen werden. Es gibt wieder diese spiralförmigen Progress-Wege, die dahinter stecken. Und generell muss man halt auch zugestehen, so dieses Gefühl von, ich bin hier wirklich in der Mine. Ja, hier so in dem Eingangsbereich noch mit den Transportwägen. Jede Menge große Kisten, in denen dann das abgebaute Erz und das abgebaute Gestein gelagert werden. Es ist schon okay, atmosphärisch. Ich finde auch den ersten Teil der Stormfang Mines viel, viel besser als die Levels, die danach kommen. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. So. Nix. Miau. Hoppala. Sieh, hier ist wer besonders. Hat ein kleines Säckle bei. Was hast du denn da in deinem Säckle? Wo ich immer... Rockst du da noch mich schlong? Nicht mit dem Commander, Bruder. Und... Ding, 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 ding. Fartloot. Wie gesagt, der Candy Shop. It's so seductive. Diese Herren hier mit dem Säckel, die respawnen tatsächlich nicht, nachdem man sie einmal erlegt hat. Jetzt sind da so spezielle Gegner, die jede Menge Erze aus ihrem Säckel fallen lassen, wenn man sie denn erlegt. Die hatte ich vergessen. Cool. Hi. Hi. Yeah! Neue Axt rockt. Läuft. Weg damit. Na, wir sehen, wir haben ja immer noch unser Anfangs-Lederschild. Ich hätte mir zwischendrin jetzt vielleicht auch mal ein Heater-Schild genehmigen können. Dann würden die gar keinen Schaden mehr machen, wenn sie dagegen hüpfen. Aber man sieht, es geht halt auch ohne. Ich hatte früher, so zur Anfangszeit mit der Soul-Serie, war ich immer total panisch darauf bedacht, oh, ich brauche unbedingt ein Schild mit 100%. Das geht sonst gar nicht, sonst sterbe ich und alles wird total schlimm. Geht halt, man sieht, das bisschen Schaden, das muss man mal abkönnen. Es missfällt mir, wie du da am Eingang stehst. Sack. Huhu. Die Crushing Battle Axe funktioniert gut. Ist abgenommen. Wir sehen jetzt übrigens auch, in der Archzone hat er so ein bisschen angekündigt, es gäbe The Fat Official. Aber scheinbar gibt es noch mehr von den Gestalten hier. Allesamt sehr gut gelaunt. Allesamt sehr gewalttätig. Chunk of Hearthstone, Chunk of Sharpstone. Müssen wir nicht nochmal explizit reingucken, dass es nach den Large Shard ist, das die nächste Güteklasse von Erzen. Ah,
Und hier sehen wir, machen kaum Schaden an den Leuten. Die haben nämlich genau diese harten Schuppen, von denen in manchen Itembeschreibungen über die Rede war. Dafür nehmen wir Piercing Damage. Der gute Speer, der reißt es raus. Ich wollte gerade mein Maul noch aufreißen und sagen, haha, dachtest du, du kannst mir einen Hinterhalt legen, aber den Hinterhalt hat wer völlig anderes gelegt. Ach, man merkt, dass mein Hirn auch stets bestrebt ist, ausgerechnet Stonefang Mine möglichst schnell immer aus dem Speicher zu tilgen. Komm. Das ist jetzt tatsächlich hier ein bisschen Neuland. Also, ja, was heißt Neuland, aber ich erinnere mich einfach nicht mehr an so viel. Bestimmte Sachen natürlich immer noch. Beispielsweise an den nächsten Encounter. Mal gucken, ob ich den hinkriege. Ja, da hinten haben wir wieder einen Fat Official. Einen feisten Halunken. Und eine schöne einladende Brücke, die zu ihm führt. Deal. Ja. In der Theorie habe ich alles richtig gemacht. Von der scheiß Reitgerte willst du dich aber auch nicht treffen lassen. Nein, nein, nein. Ich habe das Teleskop benutzt. Es ist, ich sollte das Teleskop rausnehmen und mir dann lieber die Zeit nehmen, wenn ich es mal brauche, wieder reinzupacken. Sinnlos. Das war grob sinnlos. Weg. Weg. Royal Lotus. Pause, Pause, Pause. Ganz dringend. Werd schon wieder doof.